Die Aufnahme läuft und damit heißt es, hi YouTube, what's up, guys? Willkommen auf YouTube, willkommen hier, schaut euch Silicon an. Wir spielen heute mal Pokémon Kristall, das wird mein erster Run dieser Art, wir haben schon einige Pokémon Gap Runs gemacht, der zur kleinen Info, in sehr schneller Folge. Ich versuche unter 3 Stunden es zu schaffen, wir spielen Mewtwo Only, einfach weil ich denke, das könnte wieder schnell sein und gut zu lernen. Ich brauche viel von euch Chat-Hilfe heute, es wäre super, super, super lieb, wenn ihr mir Richtung angibt und mir Tipps und Tricks und sonstiges sagt, ja? Suave. Ihr hört mal wieder auch nicht die Musik. Sie ist ersetzt, ne? Bei Free Song Request. Aber Chat ist halt am Tanzen. Gönnt euch, Chat, gönnt euch. Und ich würde sagen, wir starten dann mal rein, oder? Gehen noch in die Wette und let's go. Man kann zwischen Schwierigkeitsgrade wählen. Oh, nice. Final Carmen Ride. Verzeihung. So, ups. Falsche Taste. Ich bin ein Mädchen, Chat. So, ist die Tageszeit, die Tageszeit ist egal, oder? Ja, komm, wir sagen einfach, ja, whatever. Hey, Professor, der Timer läuft dann, wenn ich mich bewegen kann, ja? Ab dann zählt der Timer. Das haben wir auch bei Pokémon Gelb so. Das ist jetzt vielleicht nicht, wie man Speedrunning oder so wirklich macht, aber das passt. Haben wir einen Namen, Chat? Wollen wir uns irgendwie benennen? Hey, Akrid, was geht? Oh, I mean, welcome to the stream. Good evening. Es ist Tag 10 Uhr, Dollar-Tag, ne? It's 3 in the morning and I want my Krabby Patty. Ich mag Krista. Okay, dann bleiben wir bei Krista. Ich mag Chris übrigens im Manga sehr. Ja. So. Wenn ich mich jetzt bewege und einen Schritt mache, geht's los. Bist du nicht Ginger? Ich bin Ginger, ja. Okay, ich brauche eure Hilfe. Wir spielen in vierfacher Geschwindigkeit. Los geht's. Hey, Mom. Nein, Mom, lass mich in Ruhe. Wir haben Sonntag, ja, von mir aus. Ja. Weißt du, mit dem Telefon? Ja. Okay, ab zu Professor Lind als allererstes, richtig? Row, fight the power. Woody ist Ginger? Ich bin Ginger, ja. Ich meine natürlich, ich sollte die ganze Zeit in so einer hohen Stimme reden, oder? Woody, was ist los, Deku? Was ist los? Okay, wir wählen unseren Starter-Chat. Oh mein Gott, das ist Mewtwo! Ich habe Mewtwo gefunden! Okay, wir fangen natürlich von Anfang an mit einem Mewtwo an. Wollen wir Mewtwo einen Spitznamen geben? Ich habe eine Idee. Ich nenne es... Passt auf, Chat. Passt auf. Mew. Perfekt, oder? Hier? Oh, okay. Ich habe deinen Song bereit. Danke, Magnara. Magnara hat vorhin donated. Ja, nicht, dass ihr euch wundert. Der Disrespect. What are the others? So, was ist eigentlich jetzt meine Aufgabe? Zu Dingens laufen, ne? Zu Professor Eich mit, wegen Dingens, dem Ei, korrekt? Aber muss ich da hoch? Ich muss da hoch, ne? Wieso? Ich werde wahrscheinlich das ein oder andere wilde Pokémon erstmal bekämpfen, damit wir ein bisschen stärker werden. Aber ja, ich brauche, wie gesagt, ein bisschen Richtungsangaben von euch, Chat. Das heißt, der Run könnte auch ein bisschen länger werden. Ich hoffe nicht, dass er zu lang geht. Aber wir schauen mal, ja. Wenn wir die 3-Stunden-Marke übrigens geknackt haben, dann habe ich halt reingeschissen. Ich habe eine... Ne, hier bin ich falsch, ne? Ich habe eine interessante E-Mail bekommen. Ich habe vor einigen Monaten beim Entwickler vom RPG Maker Game... Moment, erstmal ganz kurz hier durchmanövrieren. Ich bin beim alten Mann. Perfekt. Hier ist richtig, oder? Bin auf dem richtigen Weg. Una Noche Sin Nombre gefragt, ob ich eine deutsche Lokalisierung zu veröffentlichen darf. Mochte das nicht, aber wenn irgendwann mal was geben sollte, wo er es übersetzt haben möchte, meldet er sich vielleicht. Okay. Gönn dir, Marv. Gönn dir. Johto ist meine Westentasche. Okay, Yume. Das heißt, der gute Backtank, der ist ja auch ein ganz großer Helfer gewesen schon. Der Monty kennt sich scheinbar auch gut aus. Und Yuma, auf dich kann ich mich auch verlassen. Da lang, Fully. Dankeschön, Gladio. Oh mein Gott. Tolle Karte, Mann. Hast du toll gezeichnet. Ja, Pokédex bekommen. So, jetzt sollte ich zurückgehen, korrekt? Ich soll zum Labor, ne? Yep, alles klar.
Haben wir jemand Lokales aus Johto für Richtungsangaben? Lokale aus Johto, das heißt die Region um Kyoto herum, ne? Dessen Namen ich gerade wieder vergessen habe. Oh mein Gott, da ist der Arsch! Wie nennen wir Silver Chat? Mögt ihr Silver eigentlich als Rivalen? Silver im Manga, by the way. Super, super cooler Charakter. Ich mag ihn tatsächlich ganz gerne. Lenk mich doch. Oh, ich fühle dich aber, Marv. Ich hatte auch so lange Busfahrten damals. Silver ist based. Warum ist er based? Uli, gib mir bitte kurz deine Map. Okay, hier. Da. Hier, gönn dir. Übrigens, wenn ich im Pokémon Kristall gut werden sollte, haben wir wenigstens Abwechslung, ja? Okay, Chat, wie nennen wir ihn? Max Silvers Interaktion mit N in Masters. Oh, wie ist sie denn? Willkommen aus dem Radioturm von Johto. Einen neuen Trainer macht sich auf den Weg. Oh, die Radiosprecherin in, nenn ihn Gary. Okay. Nenn ihn... shit. Dann sollte ich das so machen, sonst ist es zu schnell. Dann nennen wir ihn Gary. Ja, wenn ihr sonst nichts vorschlagt, ne, dann mache ich das so. Bradbug, fuck, hätte ich machen sollen. Du hast einen guten Punkt. So, wohin jetzt mit mir? Einfach weiter düsen? Oder muss ich irgendwas machen? Die haben beide die Arschkarte mit ihren Vätern. Ah. Verstehe. Die Radiosprecherin im Manga heißt Margit. Und Gold, also der Main Character, ist ein Riesenfan von ihr. Es ist super lustig. Im Manga halt. Warum sieht Mew aus wie Mewtwo? Weil es Mewtwo ist und nur Mew heißt. So, jetzt kann ich einfach weitergehen, ne? Das war schon. Okay. Oh, glaubt ihr, ich schaffe noch Falk ganz fix? Oh, wartet mal. Wir kaufen uns ein paar Tränke, aber nicht zu viele. Ja, bitte. Und, fuck, ich kann noch keine Pokebälle kaufen. Was? Keine Pokebälle? Margit aus Elden Ring? Nein, nicht der Margit. Ich kann jetzt hier weiter... Nee, kann ich nicht. Shit, wohin jetzt? Kari, danke dir für deinen Giftzap an Shikaken. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Fuck. Ich kann gar nicht... Hm? Oh. Rechts oben zu Mr. Pokémon. Ah, ich muss doch mal mit ihm reden. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Johto Live. In der heutigen Episode schauen wir ein Mädchen, das so viel snifft hat, dass die komplette Welt 10-mal schneller ist. Was ist das denn, Timmy? No balls? No balls. Zum Haus wieder, okay. Oh mein Gott, ich hab's vergessen. Warum hast du nichts gesagt, Shikaken? Bin auf dich angewiesen. Okay, das war's. Warum redest du so komisch beim Vorlesen, Bre? Was? Was redest du? Zu viel die Nase gepudert. Geis? Sich vielleicht zu Kurt? Nee. Okay, Bre. Bre. Auch weird, ne? Okay, machen wir hier das weiter an. Ich musste mit Lin sprechen. Scheiße. Okay. Danke, Sander. Filet. Willkommen im Stream. Gar nicht gecheckt, dass ich nicht mit ihm geredet habe, dass ich mit ihm hätte reden müssen. Das ist komisch. Das war zu schnell. Scheinbar. Ist okay. Ist ja auch ein Übungsrun. Deswegen, ich hoffe, ihr habt in der Wette das mit einbezogen, ja. Ich habe scheinbar nur mit dem Polizisten geredet, ha? Und jetzt muss ich aber zu dem Haus nochmal, richtig? Oh, ich habe Pokebälle bekommen. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich einen Vogel holen. Scheiße. Ich hätte das Tutorial skippen müssen. Oh. Sub 2, let's go. Das wird gerne Sub 2. Diesmal nicht, Kari. Soll es ein Let's Play sein oder was ist? Genau. Mythic Sylvia, danke dir für 4,60 €. Dankeschön. No Lucky to Skip, du hast vollkommen recht. Kein Lucky to Skip, richtig reingeschissen, Mann. Jetzt sind es glatte 25 €. Ah ja, dankeschön. Wie gesagt, Perso war teuer Geld, ne? Fully Let's Plays. Ich meine, ich mache ein Pokémon TCG Let's Play gerade auf dem VOD-Channel. So, sollte ich einen Taubsi finden, fangen wir es, ja? Also ein Let's Play, obvious. Ja, ich spiele das Spiel durch. Also ich hoffe, dass ich den Run beenden kann. Das ist meine Absicht zumindest.
Jetzt müssen wir schon seinen Perso bezahlen. Müsst ihr natürlich nicht, aber... ich meine... Ich meine, ich verdiene ja meine Brötchen hiermit, ja. Dann ganze Punkte auf ewig Sub 2 packen. Und du warst bei den Sub-Tools nicht dabei. Ach, Kari, das tut mir so leid. Johto sollte generell schneller als Kanto gehen. Echt? Also du machst das Fully? Okay, mit eurer Hilfe, Chat, mit eurem Beistand klappt das schon. Easy, ja? Also manchmal werde ich wahrscheinlich hier auch nochmal etwas konzentrierter sein. Wie jetzt zum Beispiel. Ich will nämlich, denke ich, auf jeden Fall... Ich habe doch keinen Pokéball bekommen. Doch, habe ich. Doch. Gott, wie viel moderner Kristall einfach schon ist, ja? Okay, wir haben einen Taubsi bekommen. Ich mache auch gleich auf Folge. Ich meine, es ist Mewtwo-only, aber ich brauche zum Fliegen zum Beispiel jemanden, ne? Ich brauche zum Fliegen jemanden. Yo, Christian, was geht? Genau deswegen muss ich jetzt auf Folge stellen. Immer nur Johto, nicht Kanto. Ja, yeah, genau. Optionen, da. Kampfanimation, Kampfstil, folgend. Perfekt. Mama, nein! Lass mich in Ruhe, Mutter. Ich bin beschäftigt. Wir von den sorgen wieder dafür, dass ich keine Punkte mehr habe. Hey, das ist neues Territorium für mich. Ich gebe mein Bestes natürlich, aber ich weiß nicht, wie lange ich brauchen werde. Muss ich in die Höhle rein, Chat? Nee, ich muss nicht in die Höhle, ne? Ich muss nach links, richtig? Übrigens, Knuffensertum, ist der Pflicht oder nicht Pflicht? Wichtige Frage, Chat. Ich will mir das schillernde Celebi als Karte holen. Gönn dir. Pflicht? Okay. Nope, auf zu Viola. Ist Viola links? Ich weiß nicht, wo die Regionen meistens sind. Wo die Städte sind. Ich bin auch ein bisschen schlecht mit den Namen. Viofuli, lässt mich wieder alle meine Punkte verlieren. Ich gebe mein Bestes, okay? Versprochen. Ist Rot Pflicht? Nein. Das ist Postgame. Brauchst du dein Bestes geben? Hab auf dein Scheitern gewettet. Autsch. Okay, hier ist Viola. Erst den Knuffenserturm oder erst... Wisst ihr was? Ich glaube, erstmal... ups. Erstmal Fall... Nee, Quatsch. Erst den Turm machen ist besser, oder? Machen wir erst Turm? Was bringt mir eigentlich den Turm zu machen? Also, was bekomme ich hier raus? Viola? Ja. Erst Knuffenserturm mache ich jedenfalls so. Alles klar. Dankeschön. Wenn du bei dem Gespräch mit der Mutter gerade gedrückt hast, hast du, glaube ich, weniger Geld. Ja, ich meine, wenn wir fliegen können, kann ich es wieder abheben. Ich sollte dann in Zukunft drauf achten, ne? Danke für den Hinweis. Habe ich irgendwie verpennt. Zerschneider, oder? Ah, okay. Ah, das heißt, ich muss ein Pokémon fangen, was Zerschneider kann. Habt ihr irgendeine Empfehlung hier in der Gegend? Du bekommst die Erlaubnis, weiterzukommen. Alles klar. Da gibt es Blitz, oder nicht? Okay. Und Blitz. Okay. Knuffenser? Eine Menge Knuffenser. Kein Mewtwo, kein Zerschneider. Doch, aber ich möchte Mewtwo keine VM beibringen, wenn die VM ein bisschen trashy ist wie Zerschneider. Ich möchte das auf ein anderes Pokémon ablegen, ja. Weil Mewtwo wird sowieso in einige, also was AP angeht, ne, du weißt, was AP sind, wird das sowieso in Probleme gerannt. Guck mal, wir haben 16 von 25, weil wir auch gerade nur Konfusion haben. Und damit ich da nicht schnell in AP-Probleme gerate, würde ich ganz gerne nicht Trash-Moves ihm geben. Zerschneider bekommst du erst im Wald vom Porenta-Dude. Alles klar. Pokémon Gold Silver war mein erstes Spiel mit 4 oder so. Ich wusste nicht, dass es weiter als der Knuffenserturm geht. Hab also immer bis zum Turm gespielt und dann ein New Game gemacht. Oh no! Oh no! Wie wusstest du denn, wie man seinen Save löscht? Okay, zumindest, ja, ist klar, Mewtwo haut trotzdem hier auch in Johto ordentlich rein. Kein Voltilam-Zerschneider, keine Ahnung. Okay, ich muss den alten Mann bekämpfen, ne? Verprügeln wir mal einen alten Mönch. Wirst du Shiny Gyarados fangen? Hat das einen Zweck? Ich weiß nicht, mein prinzipiell kann ich's machen, aber... Hat das einen Sinn eigentlich wirklich? Nicht unbedingt, ne? Bis zu dem Punkt. Okay, ich habe immer einen Blitz. Okay, was für ein wildes Pokémon für Blitz empfiehlt ihr? Radfratz, Chat?
Kann Radfahrer Zerschneider und Blitz? Bestimmt kannst du aber Zerschneider mindestens, ne? Shit. Komm, bleib im Ball, mein Freund. Knofenser kann beides. Oh, Knofenser kann beides. Wollen wir dann eher Knofenser finden? Das müsste ja im Knofenserturm spawnen, korrekt? Knofenser, hast du mir geschrieben? Habe ich es übersehen? Es tut mir leid, Boli, verzeih mir. Nope. Warte mal, Knofenser spawnt nicht im Knofenserturm, oder was? Wirklich? Oder habe ich das falsch verstanden? Nein? Ey, wie doof. Knofenser kommt in der Route unter der Stadt. Okay. Unter der Stadt, ja. Schauen wir mal. Knofenser kann Blitz? Meinte Chat gerade. Gleich rechts von der Stadt aus. Alles klar, alles da. Alles klar, dankeschön, Guys. Im Turm sparen nur Radfratz und Nebulak. Es ist aber schon ein bisschen Banane, oder? Warum spawnen im Knofenserturm kein Knofenser? Voll dumm. Okay, rechts in der Stadt, ja? Hier. Wusste nicht bis, ne? Muss ich alles bekämpfen? Also hier geht das. Oh, muss ich eine Uhrzeit oder so beachten, Chat? Weil die alle dort Knofenser trainieren. Ja. I can also flash you. No, bitte nicht. Emil. Habe ich gerade Pech oder... Sollte ich doch mal nach Süden gehen vielleicht. Wir gehen mal nach Süden, Guys. Wegen der wackelnden Säule so. Oh, nee. Hier ist kein... Warte mal. Hier ist Süden, ne? Diese Route hat Knofenser, sagt ihr vielleicht? Ich darf nicht weiter, nevermind. Eigentlich sollte Knofenser dort ausbauen. Haben wir da irgendeine Uhrzeit, die wir beachten müssen? Let's do a journey to the west! Sollte ich weiter nach Westen gehen? Aber ich müsste dafür noch Falk besiegen, oder? Nacht wäre wahrscheinlich besser gewesen für Huthut. Hätte mir Huthut was gebracht? Ich habe einfach nur Pech. Fuck me. Sass aus! Warte mal, das kenne ich. Da ist es! Ab Knofenser! Okay. Ich habe nur 3 Pokebälle. Ich hoffe, du hast eine hohe Fangrate. Knofenser hat eine hohe Fangrate, ne? Kill it? Nein. Okay, Knofenser kann Zerschneider und Blitz. Perfekt, ja. Dann heilen wir uns jetzt fix und dann machen wir Falk. Oh mein Gott, 16 Minuten und jetzt erst Falk machen. Ah, ich merke aber, ich lerne halt, ne? Ich lerne halt. Dafür werden wir Falk easy peasy lemon squeezy erledigen. Und ist das nicht auch so, dass in Johto viele Arena-Leiter Schlag auf Schlag sehr schnell kommen? Yo, Monty, schönen guten Abend, Mann. Wie geht's dir? Alles gut? Ich hoffe doch. Knuff-Fenser? Das ist cute. Ich merke, wie Falks Gym aussieht wie ein Dollarzeichen. Oh mein Gott. Das ist mir nie aufgefallen. Du hast recht. Ja, nice. Okay, wo wollen wir hin? Nach Falk. Wir haben Falk so gut wie erledigt. Also wo wollen wir dann hin? We wanna see Erica. Erica? Bist du Erica-Fan oder was? Ich meine, sie ist cute, aber komm schon. Halt dich zurück, Purli. Du musst dich beruhigen. Ins Bett? Nein. Also Ela City nach Süden. Ah, da wo mich der Typ gerade auch aufgehalten hat, ja? Alles klar. Dann heilen wir uns fix. Und dann ab nach Süden. Und ignore the last emote. Ein bisschen. Das war Absicht, ja. Wisst allerdings nicht, wo Blitz notwendig wäre. Der Knofensertür müsstest du dementsprechend gar nicht machen. Okay, ist also nicht so wichtig, ja. Warte mal, ich darf hier nicht rein. Erst das Ei holen. Wo hole ich das Ei? Wo hole ich das Ei? Muss ich nochmal zurück zu dem einen Haus mit dem Pokémon-Sammler-Typ? Im Center? Pokémon-Center, okay. Pokémon-Center! Okay, 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 okay. Ah, der da?
Nee. Der Sack. Gib mal her. Ja, ist okay. Ich hab Ei. Kann ich eigentlich Pokémon ablegen? Ich kann das Ei ablegen, oder? Ja, okay. Perfekt. Warum der Ping? Weil das ein Twitch-Channel ist. Ja, damit man sich nicht übersieht. So, und jetzt darf ich nach Süden, richtig? Das sehen nur Togepi, ich weiß nicht. Ah, ich darf jetzt nach Süden. Okay. Dankeschön, Guys. Ihr seid echt hilfreich. Danke, Mann. Kannst du das Ei freilassen? Vielleicht. Bully has no egg. Was bist du denn heute so ragey, Bully, ha? Was bist du heute so ragey? Item vielleicht mitnehmen? Habe ich eigentlich größeres, ich habe ein größeres Inventar als in Kanto, oder? Als in Gen 1, korrekt? Ich bin immer noch auf dem richtigen Kurs, Guys? Ja, oder? Richtiger Kurs? Hat das eigentlich eine hohe Shiny-Rate generell? Oh, Wupa! Wupa, komm. Hey, Dark Shadow, was geht? I just love the Rage Emote. Ich verstehe schon. Ich möchte die Fleckmann-Route haben, ja. Oh. Ihr meldet euch, ja? Schreibt mich bitte an, wenn ich auf dem falschen Kurs bin. Ich habe ein bisschen Angst, wie gesagt. Ich kenne mich in Gen 2, ich kenne mich in Johto noch nicht so gut aus. Das hier ist ein bisschen, alles Übung noch für mich. Fully! Was ist los? Was ist los, Emil? Bist aktuell richtig? Perfekt. I love the Plinky-Mode. Plinke super. Oh, ab in die Höhle. Ab in die Höhle. Oh. Mein Gott, die kleinen Animationen, ne? Sind halt echt süß. Ich habe mal ein Video dazu gesehen, wo jemand darüber geredet hat, dass die kleinen Sprite-Animationen, die sie hier in Kristall gemacht haben, viel zu viele Frames haben. Ich muss mal, kannst du bei der nächsten Tanke stehen bleiben? Aber bei der nächsten erst, ja? Kein Problem, Fully, das Internet ist auch Neuland. Komm, wir sind bei 20 Minuten, ich muss fix machen, ja? Weil der Kleinstein mit dieser Bewegung, ey, was macht der? Der klopft der irgendwo an. Sieht nice aus, absolut. Aber es sind trotzdem viele Frames. Sie haben in Gen 3 weniger Frames benutzt für die Animation und damit halt mehr Arbeit gespart. Was halt... Du musst halt natürlich auf deine Ressourcen achten, ne? Kleinstein sagt, runter von meinem Rasen, das gefällt mir. Ich muss was essen, kannst du bitte bei der letzten Tanke kurz stehen bleiben? Bei der letzten? Bei der letzten vom ganzen Run? Kleinstein beschwert sich über die Jugend. Oh mein Gott, ich liebe das Image. Der alte Kleinstein, der sich dann so richtig über die Jugend von heute auf echauffiert. Oh, Superball. Toller Superball. Weiter nach Süden? Ich bin froh, wenn sich Game Freak mehr Arbeit macht. Darum geht's gar nicht, du. Es geht darum, Ressourcen zu sparen und sie nicht unnötig aufzubauen, ja. Animation funktioniert nicht so, dass du 60 Frames die Sekunde unbedingt brauchst, ne? Oh, ich bin raus. Ich bin frei. Yeah. Echte Sieger? Sieger! Ist es wieder Mark Evans Zeit? Hattet ihr heute schon, diese Woche schon von Mark Evans gehört? Ich muss in den Brunnen, oder? Wie komme ich in den Brunnen? Komme ich schon in den Brunnen, Guys? Oder komme ich hier noch nicht rein? Jetzt brauche ich Hilfe. Lass ihn doch nicht raus. Wen was wo raus? Herr zu Kurt, linkes Haus. Linkes Haus. Da oben. Und dann kann ich jetzt hier rein, ne? Alles klar. Jetzt Brunnen. Dankeschön. Den Mark? Aber Mark Evans! Opa Kleinstein zu meiner Zeit waren die Stein-Pokémon auch hart. Heute sind es alle schwach wie Sand. Pokémon wäre besser gewesen, wenn die 2D-Spiele gewesen wären. Das sagen viele Leute. Und ich finde, viele Leute ignorieren immer einen Punkt. Ist das Jesse? Es ist einfach nur so eine random Team Rocket-Frau oder wie. Sah sehr aus wie... Nee.
Sie sieht Jessie voll ähnlich. Die Frisur ist halt anders, though. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Eine Sache, die Leute oftmals leider so ein bisschen außer Acht lassen. In dieser ganzen Sache, oh, Pokémon sollte wieder 2D werden. Wir sind halt Leute, die sind im Internet und wir mögen halt auch 2D-Sprites und wir wissen das zu schätzen. Aber wisst ihr, was ich als Streamer schon oft mitbekommen habe? Dass Leute, wenn ein Spiel in 2D ist, also nur 2D-Sprites hat, dass Leute das gar nicht kaufen wollen, dass sie denken, dass es voll billig ist. Egal wie viel Arbeit da drin steckt. Und ich denke, deswegen kann Pokémon es sich gar nicht erlauben, 2D wieder zu sein, ja? Ein so großes Spiel darf nicht 2D sein. Leute sind dafür noch aktuell nicht bereit, glaube ich. So, was ist nächster Plan? Oh. Oh, oh. Bringt mir der Fleckmann-Brunnen eigentlich was? Ja, oder? Undertale hat 10 Euro gekostet, Chris Silver. 10 Euro. Im Vergleich zu 50 oder 60. Wir haben noch ein Inazuma Eleven 2 Opening. Dann geht's erstmal in die, die wir nicht hören werden. Okay. Ja, ja, die Indie-Games sind aber auch Indie-Games. Ach, ich kann die Arena machen, ne? Indie-Games sind ja auch sehr viel billiger, Guys. Ja? Da sind halt Leute auch bereit, den Preis dafür auszugeben. Die finden den viel mehr gerechtfertigt. Ansonsten kommst du nicht in die Arena. Da habe ich mir schon fast gedacht. Ich glaube, ich komme in den 20ern aber noch dazu, Kai zu erledigen, ja? Es ist eigentlich ganz gut. Wer ist der dritte Arena-Leiter? Whitney. Wie heißt sie nochmal auf Deutsch? Indie-Games kosten auch keine 60 Euro oder 70. Exakt. Exakt. Bianca. Ja, das war der deutsche Name, ne? Habe ich voll vergessen. Dankeschön. Deswegen hatte ich das B im Kopf. Shovel Knight, das kostet immer 40 Euro wegen den ganzen DLCs. Ich meine, ne? Ich meine, ja. Aber ihr seht mein Argument, ne? Ich denke, es wäre schwierig, sich für Pokémon, glaube ich, zu verkaufen oder sich im Preis zu rechtfertigen. Auch wenn es vielleicht hochwertiger wäre, wenn 2D ist, weil Leute sich denken, nee, 2D-Spiele sind ja billig. Ich habe das oft mitbekommen. Sehr, sehr oft tatsächlich. Sowas. AAA möchte auch breitendeckend Leute abholen. Deswegen wollen die beeindruckend wirken. Ja, genau. Also 70 Euro habe ich noch nie für ein Pokémon-Spiel ausgegeben. Ich glaube, bisher haben die immer noch 50 gekostet, ne? Ich kann mich irren, Blubby. Aber ich meine, bisher blieben die immer noch in einer 50er-Preis-Range irgendwie, richtig? So, weiter nach Westen, Chat. Durch den Wald. Brauche ich Zerschneider, Guys? Und wenn ja, wo bekomme ich Zerschneider? Ne, hier kriege ich ja Zerschneider, korrekt? Pokémon war 70? 60? Okay, aber 70? Wirklich? Quark? Wie Quark? Hast du schon mal beide Editionen einer Gen gekauft? Ja. Weil ich dann Stream-Projekte draus gemacht habe. Pokémon war 60, oder? Also ich habe es für 50 auch gekauft, aber wenn ihr mir sagt, oh, es war doch eigentlich 60, okay. Aber 70 doch nicht. Ah, shit, nach unten oder nach links? Der Beleber bringt mir nichts. Die Porenta-Jagd? Wo will ich Porenta eigentlich jetzt richtig hinlotsen, Chat? Was ist mein Ziel eigentlich mit Porenta? Standardpreis der Pokémon-Games seit der Switch 60. Ihr müsst mal schauen, also es kann trotzdem sein, dass ich für 50 bezahlt habe. Okay, die Porenta-Jagd ist schwer zu leiten. Okay. Du musst es man Rücken ansprechen. Was? Zu einem Typen in der Nähe vom Zerschneiderbaum. Zu dem Typen in der Nähe vom Zerschneiderbaum? Da war ein Zerschneiderbaum? Ich hätte vielleicht Schutz für den Wald holen sollen, ha? Huh?
muss Porenta den Weg abschneiden lassen, sodass es nicht abhauen kann. Habe ich mir schon fast gedacht, aber ich verstehe nicht ganz wohin. Vergiss das mit dem Rücken, meine Nachricht war versetzt, da warst du schon weiter. Ich meine, ich denke, es würde mir helfen, wenn ich eine Richtung hätte. Nach links jetzt zum Beispiel, Chat? Hey Tobias, was geht? Runter. Zum Greenshirt Guy. Ah, so? Okay. Okay. Und dann den Baum zerschneiden und weiter, ja? Ich wollte gerade sagen, ist die eine Stimme Chopper und Luffy? Ich war mir bei Chopper nicht sicher, aber bei Luffy dachte ich mir, das ging's ja nach Luffy. Also das. Das sind Luffy und Chopper, ja. Okay. So, hier geht's weiter dann. Dankeschön, Guys. Ich glaube, es hätte mir schon ein bisschen gereicht, wenn ihr gesagt hättet, oh, du musst den nach links lotsen. Dann hätte ich eine grobe Idee gehabt, wohin. Oh, ich habe das gar nicht gehört, Smiley. Wahrscheinlich, weil ich mich selber höre. Weil ich die ganze Zeit am Rumblubbern bin. Wie Blubbi. Ja, Waldi, ja. Nee, habe ich halt echt überhört. Ich habe den Song wirklich noch nie gehört, glaube ich. Oder? Vielleicht lief der mal und ich habe nicht drauf geachtet. Ja, ja, ich höre es. Tony, Tony. Ja, ja. Also für den Wald könnte ich echt ein bisschen Schutz gebrauchen. Ich bin aber richtig, oder, Chat? Nach unten gibt's Kopfnuss. Kopfnuss? Das One Piece ist Chopper? Nein. Ist richtig. Okay. Habt ihr den Song letztens entdeckt? Muss ihn requesten? Nice. Nun nach Norden. Im Norden ist es kalt. Das Monkey! Aber nicht Monkey, die Luffy. Das One Piece ist real. Also ich fand erstmal den Joke ganz okay. Und dann irgendwann fand ich ihn doof. Ging das noch jemanden? Irgendwann fand ich ihn komisch. Ich weiß auch nicht. Oha! Anton kein One-Hit? Sag mal. Du schwächelst? Oh nein, ich wollte nicht die Nummer vom Bodo. Bodo ist doof. Es ist Krieg im Norden. Nein! Warte mal, warum ist Krieg im Norden? Don Krieg ist im Norden? So, wo war Arena? Arena war irgendwo links? Nee. Apparently ist der Song schon von 2008. Eieiei. Wo Arena? Hier? Ich fand am Anfang etwas seltsam, also den Witz. Und was geht Mama Melanie? Alles gut bei dir? Nee, das ist oben rechts. Ah, ich vergesse immer, dass ich noch hier weiter kann. Okay. Ja, ich weiß, Patrick, ich weiß. Voll vergessen, irgendwie diese Schienen dort, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Die suggerieren für mich, da ist die Stadt zu Ende. Aber die ist ja gar nicht zu Ende. Deswegen irgendwie denke ich immer, ja, da oben ist nichts mehr, ne? Eine Göre in dieser Arena hat meinen Namen. Oha. Bist du auch eine Göre? Ich mach nur Spaß. Now watch fully get destroyed by a cow. Na, Quatscho. Lubi mit den Banger-Songs? Snubbel. Guck den Supi Speedrunner und spiel währenddessen Xenoblade Chronicle 2 und Supi und bei dir. Guckst den Speedrunner?
Danke, Fully, dass du meinen Gedanken ausgesprochen hast. Bitteschön. Oh, Pummeluff war so angry. Schon wieder. Richtig ragey. Was ist los mit dir, Pummeluff? Ich glaube, ich speichere lieber mal. Ich könnte verlieren, weil ich zu wenig AP habe. Schauen wir mal. Ich habe noch 15 Konfusionen. Das sollte doch reichen, oder? Da ist Miltank. Ja, Miltank ist bye-bye. Pipi zeigt einem den Mittelfinger. Okay, easy. Aber wir sind eigentlich noch in einer ganz guten Pace, ne? So, gibst du mir jetzt Orden? Danke für Orden. Okay, wo ist unser nächstes Ziel? Gießkanne schon oder doch noch nicht? Müssen wir wieder in den Süden und dann nach unten? Wieso spielst du immer eine Frau? Keine Ahnung. Irgendwie, ich fühle mich wohler in Videospielen. Das ist wahrscheinlich eine komische Antwort, aber ich fühle mich wohler in Videospielen, wenn ich eine Frau spiele. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist nichts super Tiefes, glaube ich. Walzer Miss, einmal schon. Gar keine rechts von der Arena. Okay, aber wir können die schon holen, ne? Und dann können wir sofort weiter. Alles klar. Gibt es einen Grund für uns, warum wir Sudowoodo, also Mogelbaum, fangen möchten? Girls haben oft ein besseres Design. Ja, für mich ist es oftmals auch einfach so ein Ding von wegen, ich denke mir, ja, das Design ist cooler, keine Ahnung. Da, gib mal Gießkanne, bitte. Habe ich die Gießkanne jetzt? Nee, ich habe sie nicht, oder? Okay, zuerst den Baum. Okay. Ja, ganz tief im... Nein, Quatsch. Verstehe, ich finde, es weiblichen Charaktere schauen auch auf einfach besser aus. Also, es ist nicht mal was Weirdes oder so, ne? But boys are cute, the girls are cool at best. Tja, ich... Keine Ahnung, Marv. Keine Ahnung. Wie gesagt, ist jetzt nicht super tiefes. Aus irgendeinem Grund, ich habe einmal damit angefangen und seitdem bin ich bei geblieben. Doch, du bist sehr weird. Das tut mir sehr weh. Denn Mogelbaum kann halt Stärke lernen, wenn du es dafür verwenden willst. Stärke, okay. Braucht ja auch keine Rechtfertigung. I mean, did you see Blonde Lucia in the Remix? Ich hab sie so gespielt. Oh. Oh, das Magma. Natürlich, nichts anderes erwartet. Bin ich hier noch richtig? Magma hat eine seltsame Stirn. Glaubt ihr, Magma kann seine Stirn sehen? Nach rechts. Okay. Vierter. Okay, ich glaube, ab jetzt sind die Arena-Leiter aber sehr frei wählbar, ne? Was wäre denn ein optimaler vierter Arena-Leiter-Chat? Wäre es jetzt Jens oder? Ne, Jens wäre vielleicht 5 am besten. Bin ich echt wie ein Tourist in dem Spiel? Hör mal, ich kenne mich wirklich in Johto nicht so gut aus. Hey, Prinz Haki, was geht? Ich meine das vollkommen ernst. Also vor allem nicht in so einer schnellen Kapazität. Ah. Jetzt müsste ich zurück, oder? Vielleicht einmal mit ihr. Ah, das ist die Schwester. Okay, okay, okay. Jetzt einmal zurück. Ach. Ach, Marv. Neues Jens-Design. Über alles. Banger-Version. Das ist übrigens Chocobo, ne? Schwester! Habe ich jetzt das Ding bekommen? Nee. Chat, warum habe ich die Gießkanne nicht bekommen? Die kann ich lesen. Oh oh. Habe ich was übersehen von euch? Ist besser, bist du ja in Ordnung? Hier die Shigikanne. Chris hält die Shigikanne. Ich hab die doch angesprochen.
Okay, irgendwas anderes, was wir erledigen oder sofort ab zum Mogelbaum, Chat. Irgendwas anderes? Moment, Chocobos? Dann muss ich den Soundtrack ja hassen. Fahrrad, wenn du willst. Fahrrad. Wo? Ich glaube, das könnten wir eventuell gebrauchen, ne? Hier nicht, ne? Fahrrad unten rechts. Ganz unten rechts. Da bei dem Schild nehme ich an. Ja. Gib mir Fahrrad! Okay. So, falls wir eins brauchen, alles klar. Dankeschön. Und jetzt einfach weiter, ne? Keine VM, nichts anderes, was wir gerade einsammeln müssen. Einfach weitergehen. Korrekt? Remember the new Chocobo Racer? Oh, es ist gestorben, leider schon. Hast du es gern gespielt? Hast du Pokeballs? Ich habe ein paar Pokeballs. Aber wenn Sudowoodo sowieso nicht zu wichtig ist, ist es auch nicht wild, oder? Johto sollte schneller durchspielbar sein als Kanto. Vor allem, wenn ich es übe, bestimmt. Würdet ihr sagen, im Vergleich mit meinem Gelb-Learning-Dingens mache ich mich sogar besser und schneller? Deswegen geht schon eine Stunde. Wo geht die Zeit hin? Schnell, ne? Ich habe nur 2 Pokebälle. Ups. Ich versuche mal einmal. Okay, einmal konnte ich Schaden machen. Ich habe auch Sternschauer schon gelernt. Nice. 2 Bälle, nice. Ja, ist nicht so wild, oder? Wenn ich es noch nicht dringend brauche, ist auch dann nicht so wild. Okay, aber Sternschauer macht echt nicht viel. Ach ja, ist ja physisch. Generation war meine... 2 war meine Lieblingsgeneration. Ist das so? So, einfach nach rechts weiter, ne? Nee, ich bin wieder in Viola City. Nee. Doch, ich bin wieder in Viola City. Ich muss nach oben. Ah. Okidoki. Aha. Nur den Fettsack ansprechen. Ich muss den Dicken ansprechen. Irgendwie stimmt jeder Funracer aus Mario Kart echt schnell. Ja, stimmt, ne? Da gibt's der Trümmerer. Und Zertrümmerer ist notwendig oder nice to have? Ich meine, ich nimm's mal mit. Dankeschön. Nice to have, I think. Alles klar. Nice to have, I guess. Alles klar, ist optional. Alles klar. Oakley Dokley, ich hab's. Ach ja, ich hab's vielleicht übersehen. Wer wäre mein nächster Arena-Kampf? Oh, hier sind wir. What? Lass mich mal in Ruhe, Alter. Geist, Jens? Oh, okay. Das heißt, wir können Spukball bekommen jetzt, ne? Der gute Jens. Der hat mich weggeschubst. Ist das mit den Kimono-Ladies, das Ding? Oh, Chat. Hier waren sie nicht, ne? Nope. War es das aus? Ja. Chat? Jetzt nicht zu sehr ausarten, aber wir bekämpfen ein paar Kimono-Ladies, ja? Muss ich machen für Surfer? Aha. Oh, dann brauche ich irgendein sinnvolles Wasser-Pokémon dafür, ne? Ich kriege ja keinen Shiggy geschenkt. Ey, Kimonos oder Yukatas sehen schon pretty aus, ne? Ist gar nicht mal irgendwie, dass ich mir denke, oh, das ist voll hot. Aber die sind schon einfach echt hübsch. Finde ich persönlich. Quapsel? Corazon? Wo habe ich Mewtwo her? Oh, ich Idiot. Ich habe nicht hingeguckt. Ich hab nicht aufgepasst, ich Vollidiot. Beste Wasserattacke, glaube ich. Aber wichtig ist ja auch gerade für mich zu wissen, ne? Erstmal 5 Konfusionen auf Nachtara. Ich hab nicht hingeschaut. I'm so gay, so your tricks don't work on me. Okay. Vaporeon. Mir geht's ja darum, was für ein einfaches, easy peasy Wasser-Pokémon könnte ich so auf dem Weg mal mitsnacken, mitnehmen, ja?
Sollte mir wahrscheinlich ein paar Pokebälle auch holen dafür, ne? Wann Kimono-Stream? Boah, weißt du, wie teuer Kimonos sind? Tentacha? Ist es so einfach, an Tentacha zu kommen? Shiny Gyarados. Wäre wahrscheinlich eine Sache, ne? Felino wäre auch gut. Ich nehme mal 10 Pokebälle mit, falls ich noch ein paar brauche. Nein. Ich wollte ein paar Supertränke kaufen, du. Deine Gyarados ist ohne Surfer unmöglich. Oh. Es ist so oder so Quatscho. So, der da gibt mir Surfer? Nee. Dann ist es... ich habe es von hinten nicht gesehen, dass es eine alte Lady ist. Dann der da, ne? Ja, okay, ich hab's. Kenn mich leider zu wenig aus. Alles gut. Mein Yukata war jetzt nicht so teuer. Meine Freunde haben mir ein ganzes Set zum Geburtstag geschenkt. Oh, echt? Okay. Ich dachte mir, die wären voll teuer. Warum werde ich immer noch rausgeworfen? Da links oben, Dulli! Okay, 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 okay. Ah. Muss ich erstmal hier durch? Ich muss zu Suicune? Okay. Ey, wir haben halbe Johto schon durch, oder, Chat? Bilde ich mir das ein oder haben wir halb Johto schon durch? Ich meine, gut, wir haben gleich noch das Team Rocketing und sonst eigentlich fast nur noch Arena-Leiter. Eine super kleine Siegestraße, oder? War das nicht so? Hatte Johto nicht eine super, super, super kleine Siegestraße eigentlich auch? Und dann sind wir fertig? Am Eingang ist jetzt Fully! Oh. Ich Idiot. Rivale wird dich dafür blamen, dass du durch den Boden fällst. Morgen eigentlich Pokémon Stadium 2. Wollen wir machen? Habt ihr Bock? Morgen Pokémon Stadium 2 gegen Chat? Würde ich machen. Denn am Abend können wir gerne ein Rando auch wieder machen, ja. Oder wenn ihr mal ganz wild sein wollt, können wir das auch so machen gerne. Dass ich ein Roulette starte, ja. Dann machen wir entweder Pokémon Gelb, Kristall oder Kingdom Hearts 2. Oder ich übe mal Paper Mario, aber ich habe Angst davor. Vor allem, ich weiß ja gar nicht, ob ihr Paper Mario so sehr mögt, dafür zu gucken. Weiß ich wirklich nicht. Sounds funny. Aber ich könnte mir überlegen, ob wir morgen dann Abend ein Roulette machen, ja. Lebe wohl. So, Jens ist aber jetzt auch weg, ne? Ich mag Paper Mario, okay. Ja, ich weiß, ich hatte das Gefühl, als ich die paar Mal Paper Mario gestreamt habe, Chat hat nicht so wirklich was dazu zu sagen. Ihr habt vielleicht nicht so eine Connection und eine Bindung dazu und ja, ne? Macht dein Internet überhaupt mit? Bulli und russisches Roulette? Hm? Ich mag nur das gute Paper Mario Sticker Star. Soll ich dich bannen? Prio? Soll ich dich bannen? Nein, ich denke, freie Meinungsäußerung ist was Gutes. Ja, aber in dem Punkt will ich dich einfach nur bannen. Ich hab nur Spaß. Oh Gott, ich sehe ja gar nichts. Hä? Chat? Ah, vielleicht will ich hier hin, ne? Ich sehe übrigens echt nicht, wo ich lang muss. Er hat es auch weggeskippt. Das war wirklich ein mieser Song. No judgment für die Person, die es gerequestet hat, aber den fand ich auch nicht gut. Habe ich mir fast schon gedacht, Monty, hat geklappt. Aber danke. Okay, wir haben gleich 4 Orden. 4 Orden. Und dann ist nächster Plan was? Ich glaube, das war ihm egal. Ist okay. Ich will nur klar machen, ja, auch wenn man was wegskippt und ich sage, ich mag den Song oder so nicht, das ist jetzt kein Judgment für eine Person. Und deren Musikgeschmack. Links zum Leuchtturm. Alles klar. Also raus aus der Stadt auch, ne? Mewtwo ist so ein gutes Trainings-Pokémon hierfür.
Der Song ist bei Kid Again. Oh, das ist ein Banger. Also wenn du das, kannst du Kid gerne ausrichten. Das ist echt ein Banger. Oh! You are still here? That's a nice song. I like it. So, wir haben alles, ne? VM. Ich hab Spukball. Ja. Ich schmeiß Aussetzer raus. So, wir haben Spukball gelernt. Wir sind powerful! Spukball? Ja. Ich habe das mit dem Spuken und, ne, irgendwie als Kind auch nie ganz gecheckt, mit, was das bedeuten soll. Weil ich auch irgendwie immer gedacht habe, sagen die einfach nur Spucken komisch? Nicht der Powerfully. Das wäre das Adverb, actually. Oh. Oh no. Hast du Spiele, die du gespielt hast, aber nicht abgeschlossen hast? Eine Menge, du. Aktuell spiele ich ab und zu mal ein bisschen Baldur's Gate 3. Ich habe eine Menge Spaß daran. Danke schon schön nochmal an Ezra, falls sie hier ist. Für das tolle Geschenk. Es macht mir eine Menge Spaß. Ich bin richtig noch, oder? Alles gut bei dir, Fully? Ja, ja. Der übliche Wahnsinn halt, ne? Passiert. Runter hier. Okay. Runter vom Rasen. Fully, do you let him suck? Was? Du musst zur Stadt links nur. Was denn jetzt? Runter oder nach links? Die ist unten. Okay. Der Vampire? Ich habe keinen Vampir getroffen bisher. Ich habe nicht so viel gespielt. Verhältnismäßig wahrscheinlich. Aber ich habe Karlach getroffen. Falls das für was zählt, ja. Karlach ist bei mir im Team. Schon. Tut mir leid, Bulli. Falls ich mal dazu komme, kann ich dich gerne auf dem Laufenden halten, falls du magst. Will mir Gen 12 der Switch wünschen, so in der Art wie Let's Go? Ich meine, okay, wenn du Bock drauf hast. Ich fände es doof. Im Gras nach einem Surfer-Pokémon schauen. Kommt hier was? Spawnt hier ein Pokémon, was Surfer lernen kann? Kann ich nicht in die Kampfarena? Junge, nochmal! Ich kann kein rotes Garados fangen. Ohne Surfer. Die Kampfarena musste surfen. Ah, okay. Spawnt denn hier was? Habt ihr eine Ahnung, wo was spawnt? Nein, war ich nicht Prio. Ich hab's später bekommen. Wie gesagt, ich hab's geschenkt bekommen. Tauros? Weißt du Spongemaster oder ratest du? Ich hab es mehrfach geschrieben. Was? Ufer als Pokémon eignen sich als südlich Oliviana City per Superangel. Was ist Oliviana City? Und ich habe keine Angel, oder? Ein Angler im Haus links des Pokémon-Supermarkts. Ah, okay. Darfst du mich immer noch bei sowas taggen? Also kann ich angeln, ja? Das ist Yu-Gi-Oh! Da, Profi-Angel. Krabi? Kann Krabi Surfer-Chat? Ich weiß nicht mal, ob wir irgendwas anderes brauchen außer Surfer. Brauchen wir Kaskade? Nee, ne? Kaskade ist voll unnütz. Yep, kann's? Krabi kann Surfer, okay. Da, Superball. Hm.
Kaskade brauche ich. Kann Krabby Kaskade? Wäre es dann sinnvoll? Hey, willst du mal im Ball bleiben? Wirklich. Krabby müsste Surfer, Whirlpool und Kaskade können. Okay, danke schön. Guys! Krabby hatte gar keinen Bock, nein. Was war das denn? Übrigens, die Arena hier kann ich als erstes machen, bevor ich zur Insel gehe auch, oder? Nee, gar nicht wahr. Hier Dingens, Jasmine ist gar nicht da, ne? Was sollte der Scheiß denn, by the way, Krabby? Kannst du mir das erklären? Fangraten in Gen 2 sind Trash. Echt? Ich muss zum Leuchtturm. Ja, da war was. Hab mich auch ganz grob dran erinnert gerade. Vor allem Stärke Oliviana City von einem Matrosen im Haus nahe des Meeres. Knofenserturm vom letzten Weisen. Was? Mit dem Knofenserturm? Ach, Blitz. Blitz habe ich schon. Tauros kann auch Surfer lernen. Kann Tauros auch Kaskade lernen? Carpador kann beides nicht lernen, ne? Krabby kann auch keine Kaskade lernen. Oh, was kann denn Kaskade lernen, Geist? Was kann denn Kaskade lernen? Da ist Krabby auf jeden Fall schon mal für Surfer, ja? Ich hoffe, der Sternschau killt ihn nicht. Okay, Glück gehabt. Garados? Ich meine, dann müssten wir das Garados wahrscheinlich fangen, ne? Also bei Garados weiß ich es halt auch. Okay, jetzt war's. Jetzt hat's geklappt. Immerhin. So. Surfer habe ich. Surfer kann ich einsetzen. Die Arena ist halt leer, ne? Weil ich muss Jasmin holen. Was war jetzt mit dem Matrosen? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Was für ein Haus? Naja, da ist auch der Leuchtturm, ne? Da muss ich sowieso erstmal rein. Oder? Ne, muss ich nicht. Ich muss erstmal zur Insel. Direkt in dem Pokémon Center, das Gebäude. Okay. Okay, ich habe Stärke bekommen. Danke. Tauros ist schwieriger zu fangen als Krabby. Erst Leuchtturm machen. Okay, Leuchtturm können wir machen. Goldini müsste Kaskade lernen. Ist aber nur Halbwissen. Nee, du hast da recht, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wo ich einen Goldini bekommen könnte. Das hätten wir auch alles später machen können. Ist ja egal, Hauptsache wir haben es jetzt gemacht, ne? Ach, du bist ja auch ein Normal-Type, ne? Was ist das schwerste Pokémon-Spiel? Black and White? Black and White 2? Vielleicht? Weiß ich nicht. Was würde Chat sagen? Ich meine, den schwersten Trainer-Kampf finde ich es in Pokémon Legends. Aber stärkstes allgemeines Spiel? Boah. Ultra Sun? Mond, Ultra Mond? Wirklich? Findet ihr? Gen 4 Remix? Das Ende halt. Das Ende halt. Der Rest halt nicht so sehr, fand ich. Der war halt genauso. Arceus würde ich sagen, wegen dem Grind. Arceus fand ich eigentlich an sich die ganze Zeit ganz angenehm. Gar nicht mal so schwer. Ich fand den letzten Kampf nur sehr, sehr, sehr schwer. Ich fange im Boost im Mons. Ah, ja, ja, stimmt. Aber sonst drüber hinaus ist halt alles ziemlich easy, ne? Außer die Herrscher-Pokémon. Ist halt ein bisschen schwierig, deswegen das für mich auch so einzuschätzen. Das Schwerste damals für dich war Blattgrün. Oh, ist das so? Und Trust Sun und Moon, sehr, sehr viel starke Trainer. Die Tri-Pokémon können auch sehr schwer sein. Hatte es viele starke... Ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel die Spiele gespielt. War das so? Ich meine, der schwerste Hack, den ich auf jeden Fall je gespielt habe. Ja, Fan-Hack war Supernova Sun. Ja. Sun and Moon
in Bockenschwer. Super, super spaßig, aber. Die Trainer haben perfekt. Echt jetzt? Oh, ich hatte keine Ahnung. Ja, okay. Bei der Görins Loch, oh, wo ich gerade war, Patrick, also nochmal runter. Gibt da wahrscheinlich nichts im Turm, was ich brauche, ne? Und ist ein Pokémon Gott? Radical Red sollte ich vielleicht mal machen. Na, vielleicht. Ist das so, Blubby? Wirklich? Warte mal, bei der Göre hier links. Wow, Gladio, please. Chat! Ich fühl's. Fühlt ihr es auch? Fühlt ihr es? Ich fühl's. Blubby fühl's. Row, row, fight the power. Row, row, fight the power. Oh, X und Y ist super easy. Aber das hat nichts mit dem EP-Teiler zu tun. Wenn man ein bisschen sich mit X und Y auseinandersetzt und sich die Movesets und so anschaut von den Trainern, wie viele Pokémon die haben, auch die Arena-Leiter, merkt man, es liegt halt an allen möglichen anderen Faktoren, nicht unbedingt an dem einen Ding. So, müsste ich hier noch Ma rein dann? Ich hab Supertrank. Oh, Human, no, 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 no. Okay, jetzt habe ich hier aber alles soweit gemacht, also nochmal runter. Du musst dann wieder rein. Später mit der Medizin. Okay, also nochmal ganz klares, hundertprozentiges Ja, ich kann weg. Ich kann runter wieder, oder? Den Aufzug nehmen hier. Aufzug? Gibt einen Aufzug. Hä? Wo denn? Bin ich blöd? Guys? Ja, ja, ja. Wait, der war nur in den Remix. Oh, okay. Okay. So. Nächste Stadt Tukan, ja? Ab über die, ne, ab auf Surfen, ne? Krabi darf jetzt surfen und dann tuckern wir weg, oder wie? Oder muss ich in den Süden hier? Bin ich in den Weg zum Boot? Ja? Okay, wir surfen. Robby? Blubber wurde vergessen. Blubber, no! Okay. Bin ich hier richtig? Zeit ins Bett zu gehen, merke ich. Ach, alles gut, Waldi. Ah, hier runter, ne? Bin ich richtig? Mach nicht diesen Blubber, es tut mir leid. Du darfst ja immer noch da bleiben. Du wirst nicht gelöscht, du. Oh, das ist ein Trainerkampf. Hupla. Hupla, ja. Hupla! Nein, was mache ich da? SpongeBob hatte auch den Blubber, das ist korrekt. Oh, Libera Me From Hell, ich liebe den Track. Eine Menge Hupla! Yo! Was schwingst du so die Hüfte, hä, Shilock? Was sollte das? Das verwirrt mich noch total. Fight the Power! Soll Psycho Plus nicht erlernt werden? Nein. Soll es nicht erlernt werden? Ja, ich meine, oh, das ist so komisch. Wer redet so? Wer redet so, Chat? Redet ihr so? Sprecht ihr mit einer bestätigenden Verneinung oder gibt ihr eine Verjahung für eine Verneinung? Falls ihr versteht, was ich meine. Ich meine, ich glaube, das Letztere, was ich gesagt habe, ist technisch gesehen richtig, aber so redet doch keiner mehr, oder? Yesend? Nein. Also wenn ich sage, bist du doof, dann sagt ihr ja auch nein. Ums. Warte mal, das war so ein schlechtes Beispiel. Willst du das nicht lernen, dann sagst du ja nicht ja, sondern du sagst nein. Das meine ich, ja. Das meine ich, ja. Aber ich bin doch doof, Timmy, no.
Hab wieder einen Kingdom Hearts Marathon für mich angefangen? Nice. If this wasn't the case, I don't know. Ich bin immer noch richtig, oder? Mantax ist cool. Kann Mantax Kaskade? Wäre das vielleicht etwas Cooles, was man auf dem Weg mitnehmen könnte? Oder wollen wir einfach so oder so immer das rote Gyarados mitnehmen, weil es einfacher ist? Ich bin immer noch korrekt, oder? Ganz runter links ist dann der Weg. Ah, alles klar. Warum klingt das nach einem Song, der einen Sabano-Drop haben könnte, Chat? Okay, jetzt nicht mehr. Aber irgendwie, ich hatte bei dem Song das Gefühl, der könnte jeden Moment mit einem Sabano-Drop ankommen. Oh, ich bin da, oder? Ich wünschte, ich wäre das Remoraid unter Mantax-Flügeln. Willst du ein paar schützende, starke Flügel haben? Dann holen wir uns hier Orden Nummer 5 und dann Orden Nummer 6 sofort. Und dann haben wir nur noch Norbert und Dingens, ne? Wer hat denn die coole Musikrequest? Oh, Nocturne! Eine der drei Götterkarten aus dem Pokémon TCG. Übrigens, es würde mich sehr... Oh, Bulli, danke dir für 5 Euro. Oh, 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 Chat, Panik! Es würde mich übrigens sehr happy machen, Chat, wenn ihr euch Dingens gönnen würdet. Mein Pokémon TCG Let's Play auf dem VOD-Channel. Maschok gesehen, hat er einmal geflext. Wie so ein Affe. Oh, habe ich eigentlich ein Pokémon, was Stärke lernen kann, gerade dabei? Oh, ich habe Stärke zumindest. Schauen wir mal. Mewtwo kann es lernen. Krabi kann Stärke lernen. Krabi ist doch eine gute Wahl, wenigstens. Blumenfühls. Kein Härtner mehr. Du bist jetzt hart genug durch pure Stärke, Krabi, ja? Komisch, spiele aktuell auch TCG-Pokémon. Es kam ja auch Dingens raus. Ich habe es tatsächlich 2 Tage, bevor es auf Nintendo Switch Online rauskam, selber gespielt. Kannst du in deinem YouTube-Kanal lieber richtige Gameplay-Bilder als Titelbild nehmen? Findest du es manchmal verwirrend? Richtige Gameplay-Bilder, was? Ja, aber das klickt doch kein Mensch an. Beim Pokémon TCG habe ich aber angefangen, die Partnummern reinzuschreiben. In der Beschreibung halt. Hey Saru, na? Kann ich dich den Stream gucken? Nice. Danach die Frau vor der Arena für Fliegen ansprechen. Alles klar. Finally? Bin ich persönlich besser? Ja, da bist du die Ausnahme. Wenn ich irgendwie das super stumpf Let's Play mäßig mache. Ich habe das am Anfang auch öfter so gemacht. Es lief halt so viel schlechter, du. Also auch was Watchtime angeht. In einem Haus gibt es die Medizin hier. Okay, du hast Fliegen. Das heißt, ich kann jetzt jederzeit auch mit Fliegen zurück. In einem Haus, wisst ihr welches? Ich gehe mich ganz kurz heilen. Mhm, habe ich gemeint. Ich habe Hartwigs Frau angesprochen. Nahe des Pokémon Centers. Dann das hier wahrscheinlich. Medizin? Nee. Medizin? Ah, okay. Ich habe den Geheimtrank bekommen. Ich habe den hoffentlich jetzt im Beutel. Habe ich? Okay. Wie viel Inventarplatz ich einfach habe. Wie nice. So, dafür haben wir auch das Taubsi schon gefangen. Das heißt, ich kann jetzt fliegen. Portrott? Gibt er mir das mit eigentlich? Dein Redut gibt dir nur ein Portrott? Oh no. Ich meine, wir können vielleicht mal irgendwann eines Tages ein Portrott-Ding machen, ja? Ups. Ich bin voll falsch geflogen. Mama, ich wollte gar nicht nach Hause. Wie heißt die Stadt? Oliviana City, ne? Oliviana. Hab das Feuerdeck genommen. Warst du zufrieden damit? Ich hoffe doch. Okay, jetzt nochmal Leuchtturm hochkrabbeln. Und ich hätte echt als erstes sowieso hier hingemusst. Echt? Get your money from mom! Machen wir auch noch irgendwann, ja? Music? Alles gut, ist wieder da. Ging ja trotzdem fix. Jasmine? Da bitte. Irgendjemand hat gesagt, Jasmine ist Johto Best Girl. Ist das so, Chat?
Könnt ihr bestätigen? True? Echt? Ich hatte sie persönlich nie so auf dem Schirm. 100%. So, so. Wer ist eigentlich bei Johto euer Lieblingsarena-Leiter? What's up, Jasmine? Ich speichere sicherheitshalber mal. Ihr Sprite ist cute. Die Drachentrainerin? Jasmine? Ja, Jasmin, Jasmine. Jasmine ist halt Englisch, ne? Sie ist die einzige weibliche Arena-Leiterin, die dir den Orden sofort gibt. Oh mein Gott, die macht mich fertig. Chat? Die Alter hat mich fertig gemacht. Ja, Claire macht das auch nicht. Stimmt, stimmt. Und Bianca auch nicht. Ihr habt recht. Lamau? Sandra kann aber zur Hölle fahren. Okay. Kleiner Funfact am Rande, Chat. Oh, fuck, so knapp. Ein Volltreffer nochmal gedrückt. Kleiner Funfact am Rande. Man muss ja irgendwie so ein Ding holen, für Sandra zur Bestätigung. Hm, uncool, Mann. Und das, was man holen muss, by the way, Dingenskirchen, genau. Das kann man zwar übers Tauschen theoretisch auch bekommen, aber dann sagt sie, dass man gecheatet hat. Die nimmt das gar nicht an. Uiuiuiuiuiui. Mewtwo hier ein bisschen am Schwitzen. Oh mein Gott. Da ist der Große. Oh oh. Er hat getroffen mit Iron Tail? Hat Iron Tail eine hohe Hitrate in Gen 2 noch, oder was? Man kann die Prüfung auch verkacken. Planänderung, Chat. Können wir was anderes machen aktuell? 75, immer noch. Einfach Pech gehabt, ne? Ist eigentlich ja super low. Gibt es irgendeinen anderen Ort, den wir aufsuchen könnten, anstatt sich jetzt ewig hier festzuhalten? Mm-mm. Wir haben nichts Effektives. Kannst die Eisarena gehen? Okay. Dann gehen wir zum guten Norbi, würde ich sagen, ja. Dem guten Norbi. Ah, da müsste ich jetzt zum Beispiel... Ups. Von Viola City nach links und dann nach oben, oder? Korrekt? Nee, warte mal. Teak City einfach nach rechts dann, oder? Muss ich dann eher See des Zornes machen? Ja, ist ja egal. Dann trotzdem einfach nach rechts von Teak City aus. Okay. Ist ja nicht wild. Einfach nur nicht ewig an dem Arena-Leiter festhalten. Surfen, Chat? Banger Song. Oder Höhle. Surf, alles klar. Oh, Goldini würde auch Dings bringen hier. Weiter Surf? Ja, ne? Kannst dir Feuerschlag in Dukatia Kaufhaus holen? Ach, das wird schon ohne gehen, du. Surfen ist auch schneller, okay. Wir sind auch erst ein Stündchen drin und ich habe das Gefühl, wir gehen langsam Richtung Finale. TM Feuerschlag wäre gut gegen Koga. Na, Psycho ist auch effektiv auf Gift. Ah, da ist er ja schon. So, See des Zornes ist jetzt im Norden, korrekt? Sub 2? Korrekt. Sub 2 bei einem Übungsding auch noch, ja. Das wäre wild. Glaube ich aber nicht, dass wir das schaffen. Ethereum Rocket Shenanigans kommen ja noch. Ist das so viel? Ich weiß es wirklich nicht. Do a Sub 230 and we are fine again? Okay. Seht ihr aber, wir bekommen auch noch ein paar Level-Ups, dann kriege ich die Magnetilis auch schneller down. Jetzt einfach nur das Gyarados mitnehmen, ne? Das heißt, wir speichern jetzt. Und dann nehmen wir es einfach mit, ne?
Geheim versteckt hier über Norbert und Radiotumult sowie Kaufhausuntergrund. Eine Rocket Area zieht sich ein bisschen, okay. So, nicht zu viel Schaden machen. Geht nochmal. Okay, jetzt Pokebälle werfen. Beute! Wo Ball? Chat, wo mein Ball? Da Ball. Gyarados! Gyarados, rein da! Rein im Pokéball. Bitte. Mach keine Faxen. Der macht Faxen. Was ist Gyarados wirklich? Ich brauche Kaskade. Das ist halt das Ding. Gyarados nicht zwingt, aber ich brauche Kaskade. Werfen wir mal den Hyperball. Kein Glück gehabt, ey. Ist halt echt so. Lieber Sudoku als alles andere, ha? Als Kaskade zu nutzen. Bitte mach nicht. Bitte bleib Ball. Es ist Ball! Chat, ich hab Ball! Okay. Da ist Sigi. Der Sigi Siegfried. Der Lance. Okay, jetzt Radioturm oder Norbert? Norbert kann ich jetzt schon machen, ne? Und dann Radioturm, oder? Krabi kann keine Kaskade lernen, laut Leuten im Chat nicht. Sigi ascended. Oh, schaut euch Purinta an, voll süß. Du bist nicht süß. Radioturm kommt erst, wenn ich 7 Orden habe. Okay. Ja, das ist ein Childhood-Crush auf Lance. Oh, dann willst du ihn nicht im Manga erleben, ha? Im Manga ist er ein bisschen so, wie wär's mit ein bisschen da Genocide? Na, fam. Sie süß, Crit, genau mein Humor. Perfekt, dass ich ihn getroffen habe. Ist Ball! Ja, Chicago, er ist einfach Ball! In der Stadt mit Team Rocket erstmal. Ach, Norbert erstmal Team Rocket. Über der Arena. Hier war das? Ist hier richtig? Ja. Okay. Muss ich hier einfach nur alle Trainer vernichten? Einfach alle killen, Chat. Es ist einfach nur easy peasy. Alles erledigen. Irgendein Labyrinth. Irgendwas, worauf ich achten muss. Siegfried hat eine ganze Stadt vernichtet, ja. How about a bit of mass murder by doing some war crimes? Basically, ja. Kill every last one of them! Okay. Ich glaube, wenn ich das so fühle, ich habe das Gefühl, die Crystal Runs könnten spaßiger sogar sein als Gelb Runs. Weil hier haben wir weniger nervige Labyrinthe, hatte ich das Gefühl. Ich brauche 2 Passwörter. Muss ich mir die merken? Bei welchem Charakter muss ich drauf achten? Ja, einfach nur Dudes besiegen und sprechen. Oh, okay, ich muss mir nichts merken. Okilidokili. Ja, es wird ernst. Spürt ihr es, Chat? Spürt ihr es? Ja, wir sollten öfter auf jeden Fall Crystal Runs machen, ja? Ich habe das Gefühl, die sind echt smooth. Die sind angenehm. Klingt basically wie Eden. Fucking Eden. Fucking Eden, ey. Lösch dich. Das erste ist Kaput, das zweite ist Drakonis. Und dann kommen wir in deinem Gemeinschaftsraum. Hast du den Stream, den alten Harry Potter Stream heute gesehen? Fucking Fully? Hey! Mein, was soll das denn? Nee, Marv. Du willst nicht der sein, der Eren Jäger in Schutz nimmt, ja? Nee, glaub mir. Das hat nichts mehr, ne? Nee. Nope, I didn't. Achso, ja, heute habe ich die PS1-Version von Harry Potter 1 habe ich hochgeladen als Wort auf dem Wort-Channel. Könnt ihr euch anschauen nach dem Stream. Hierhin? Oh nein, ich bin zum Anfang gelaufen.
Will ich nach rechts oder will ich nach unten, Chat? Ärger dich nur? Okay. Aber meine Bib sagt, dass er denn ein gutes Vorbild ist. Warum nicht vor dem Stream? Was meinst du? Das angucken? Ja, weil du sollst meinen Stream gucken. Denk doch nach. Ja, ja. Thorfinn ist denke ich, ja. Ja. Will ich Item mitnehmen? Oh, Nugget. Chat, Chicky Nuggies. Aber ich bin noch richtig, oder? Nein, nein. Also vor dem Stream kannst du natürlich auch schauen, aber jetzt nicht mehr, ja? Der Zug ist abgefahren. Jetzt ist er erst nach dem Stream erlaubt. Die Treppe runter. Okay. In die Treppe. Okay. Mit gutem Dandori kann ich den Stream das und da gleichzeitig gucken. Ich meine, theoretisch könntest du das. Brrr, runter. Yo, Siggi! Siggi! Siggi, Siggi! Was ist los mit mir? Frag mich, ob Attack on Titan mögen würde, wenn Season 1 sich einfach abgefuckt hätte. Von dem, was ich so mitbekommen habe von der Story, sage ich mal nein. Ich meine, es hatte einen kleinen Aufschwung, aber ich habe dann das Gefühl gehabt, der Autor ist da selbst bei einigen seiner Stärken nicht geblieben. So hat andere Dinge dann versucht, umzusetzen, die ihm nicht so gut gelungen sind, meiner Meinung nach. Bin ich noch richtig? Bugbear ist aber physisch. Ich weiß. Bugbear ist trotzdem eine andere Type-Coverage für Mewtwo. Abgesehen von Psycho-Attacken, vor allem gegen Unlicht-Pokémon. Und du kannst Mewtwo prinzipiell physisch spielen. Das Passwort ist bei der Lady, I think. Aber dann bin ich falsch. Muss ich hier hoch? Nee. Wie die da gucken. Nee, hier ist auch nichts, ne? Den Typen hier? Nein, ist nicht wirkungslos. Und ich habe auch Sternschauer. Oder? Ach, da. Ich weiß sicher mal, ob Unlicht gegen Geister resistent ist. Die Frau in dem Raum und rechts hinten ist ein Typ. Rechts hinten. Rechts hinten, rechts hinten, rechts hinten. Meinst du hier links hinten? Ich muss sie normal sprechen. Okay. Und nicht sollte Geist resisten. Okay. Trotzdem halt nicht verkehrt. Bringt ja auch gegen andere Psycho-Pokémon was. Ah, den Typen auch nochmal ansprechen. Okay. Blackmon-Route. Was zum Teufel ist das? Ich hab's geskippt, das war komisch. War das Jurassic Park? Oh. Hier bin ich richtig, ne? Sorry, wenn das dann eigentlich doch noch ein guter Song gewesen wäre, aber der Anfang war halt komisch zu meiner Verteidigung. Too late, sorry. Ich hab's halt auch nicht erkannt. Dabei habe ich den ersten Jurassic Park Film eigentlich gesehen. So, jetzt bin ich hier fertig, oder? Bin wieder da und sehe, wie weit du bist. Ich bin fertig, Chat, oder?
Pokémon links gibt dir das nächste Passwort. Oh. Ich brauche noch eins. Giovanni. Und, ist Free Song Request? Ja. Shit, wo will ich denn jetzt hin? Wird das ein Wort? Ich nehm's auf und ich werde das nach dem Stream dann fertig machen. Bin ich hier richtig? Wieder zu Siggy zurück. Ich weiß gar nicht, wo der war. Hier ist ein, auf jeden Fall ein abgesperrter Bereich. Hier korrekt? Ja. Hier genau, okay. Nicht, dass du falsch gemacht, Prinz Saki. Du hast doch gesehen, wie die anderen das machen. Ausrufezeichen SR und dann Link. Und dann Elektroball killen. Okay. Wach auf! Mewtwo! Wach auf! Darf gleich Voltoball erledigen, warum freuen? Die armen Elektroball. Bald könnte Mewtwo mal Dingens lernen, ja? Psychokinese. Okay. Lass langsam aufhören, Fully zu helfen, sonst wird er zu früh fertig. Nein, ich brauche eure Hilfe. Ich bin voll dankbar dafür, Chat. Dankeschön. Mag Fully Kills Electroballs, die armen Fuß. Das sind keine Fußbälle, aber sie sehen schon so ein bisschen aus. Ich bin Mark Evans. Aber meine Wette. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, ja? Es kann keine Psychokinese. Mein Mewtwo kann auch keine Psychokinese, nein. So, jetzt kann ich raus, ne? Bin ich fertig? Ah, Teleporter, ihr habt recht. Ich hab den sogar selbst entdeckt. So. Darf ich den Nori? Ich darf den Norbert, den Norbi machen. Country Road, take me home to the end. Adio, West Virginia. I can't believe how that censored Maria in P5X. Was? Erledige Norbert den Trainer, aber auch den schlechten Comedy-Film. Den Film kenne ich nicht. Hat Rosanna da gerade gejiggelt? Vielleicht. Wo hast du hingeschaut? Look in Epic Games if you... There to... There? Das meinst du wahrscheinlich, ne? Ah, nehme ich mal den Kontext so. Ich schau später nach dem Stream. Was sagst du zu Skylanders? Ich kenn Skylanders nicht, tut mir leid. Kann da also nichts zu sagen, Gubox. Also ich hab's nie gespielt oder so. Wait. Ist das Quatscho? Ich habe das Gefühl, als hätte ich dieses Rätsel noch nie gemacht hier. Wo genau will ich stoppen? Hier sind so viele Positionen. Oh. Hier sind so viele Positionen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo genau ich anhalten möchte. Activating Brain Power. Was ist überhaupt P5X? Achso, das Persona-Ding, oder wie? Ich habe gerade gar nicht geschnallt, was P5X sein soll. Was guckst du so die ganze Zeit verwirrt?
macht er so einen doofen Schritt zu Norbert? Das kann doch nicht sein. Nee. Das ist Pizza-Time. PFFX wird in China gemacht. Okay. Ah, da. Von unten sollte ich kommen. 11th Town? Findest du? Nee, das ist... Sag ich doch, ist Pizza-Time. Ich wusste es. Chatty Pizza-Time! Ich bin in die Pizza-Time gerutscht. Jetzt nicht mehr? Ich hab Lavendia nicht so wirklich rausgehört, du. Norbi ist besiegt. Okay, irgendwas, was ich hier noch machen möchte, Chat? Oder bin ich fertig? Jetzt Jasmine? Ah ja, Jasmine können wir auch noch machen. Stimmt, sonst geht's gar nicht weiter, richtig? Voll vergessen, ich habe ja Jasmine gar nicht besiegt bisher. Jessie! Jessie? Da ist sie. Jetzt muss ich sie machen. Ah, komme ich gar nicht sonst zu Sandra? Oh, das reicht immer noch nicht. No! Mew, nicht verwirrt sein! Alter. Alter, wirklich? Okay, immerhin. Would you speak as fast as this singing? Nö. Wo ist Supertrank? Ich sehe Supertrank nicht. Da ist Supertrank. Er hat schon wieder getroffen. Das kann nicht sein. Wow. Kannst du bitte aufhören? Was ist das RNG-Chat? Hör doch auf! Fucking Eisenschweif! Wie kann man so oft mit scheiß Eisenschweif treffen? Literally rigged. Ja, oder? Oh, nice. Glück gehabt. Jasmine too strong? Schon irgendwie. Einzige Arena-Leiterin, die mir etwas entgegensetzen kann. Schon wieder auch ein fucking... Ich weiß nicht mal, was Barriere macht. Physisch? Ist Barriere physisch oder spezieller Schutz? Heil dich doch nicht! Okay, physisch. Okay, dann hat es mir was gebracht. Okay. So, jetzt... Dukatia? Oder wohin? Geyserinos. Ja, Pokémon halt, ja. Dukatia. Und dann den Radioturm, ne? Scientists cloning Mewtwo. We have created a whole world stronger Pokémon. Meanwhile, dude mit Onix, Metallmantel. hier rein, oder? Ja. Das erinnert dich ja ein bisschen an Undertale? Ey, dann sind sogar die Team Rocket-Basen sehr viel einfacher. Übrigens, ich kann immer noch nicht Psychokinese. Wann lernst du das mal, Mewtwo? Level 66? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Level 66 ist ein Level, das erreichst du doch nie in Johto.
Ja, die TM ist in Prismania, oder nicht? Oder ist sie irgendwo in Johto? Die ist in Kanto, ne? Gutes Mewtwo. Ja, in Kanto. Kriegst du die TM schneller? Jein. So weit werden wir nicht kommen. Bekommen Albträume von dem Song? Ach, Quatsch. Quatscho. Gibt's hier eigentlich irgendwas, was wir noch machen sollen? Ich habe jetzt alle Team Rocket-Leute erledigt, ne? 42. So, dann haben wir nur noch Sandra. Und nach Sandra haben wir Mini-Siegestraße mit Silver drin. Die war ja nicht so lang, ne? Weiter hoch. Ah. Ja, du hattest nicht Unrecht damit, dass Johto tatsächlich schneller sein kann. Dann frage ich mich irgendwann, wie wird das sein, wenn wir das in Hoenn machen, ja? Und ja, irgendwann will ich mal schauen, ob wir das in Hoenn schaffen könnten. Slimer, my beloved. Hast du auch den Red-Kampf? Nein. Leute, wollt ihr, dass ich noch 3 Stunden länger mache? Wie lange soll ich denn dafür grinden, Guys? Hoenn durfte ein gutes Stück länger gehen. Ich weiß halt noch nicht, wie lange. Hoenn be like, yo, 5 minutes. Und dann musst du in den Untergrund, danach nochmal in den Radioturm und dann kommst du zu Sandra. Okay, wenn ich das gemacht habe, dann sagst du mir, was für ein Untergrund, ja? Und verläuft sich selber regelmäßig heute. Hm. Irgendwann könnten wir drüber reden, Deku. Irgendwann ja. Na, das Original. Das Remake ist viel langsamer. Müsste. Untergrund kann man leicht betreten, hat 2 Eingänge. Ich weiß gerade nicht mal mehr, was für ein Untergrund. Aber wir werden es sehen. Das kenne ich. Aber das ist auf Englisch? Anglais? What? Koro-Sensei! Safronia war in Kanto. Ja. Ich habe angefangen, ein bisschen die Kanto-Namen zu lernen, ja? Bin smart. Bitch-Sensei translated it for you. Dankeschön, Bitch-Sensei. Deswegen ist sie die Beste. Uiuiui. Da war ich ein bisschen auf Risiko aus, ja? Junge, du hast noch mehr? Wusstet ihr, dass ich komplett Manga hab von Ass Class? We probably loved her. Blonde, blue-eyed. Hey, sie war auch wirklich cool. Das hat ja damit nichts zu tun. Sie war ja wirklich ein cooler Charakter. Komm schon. Die beiden Lehrer waren super neben Koro-Sensei. Ich hab den anderen Namen vergessen. So, wir sind fertig hier, ne? Ich kann raus? Okay, Nerd. Karasuma. Ja. Ich bin fertig, ne? Oder, Chat? Niemand sagt was, jetzt habe ich Angst. Ab in den Untergrund. Wo ist der Untergrund? Was für ein Untergrund? Kaufhaus-Untergrund. Kann jetzt hier nach unten fahren? Untergeschoss 1, ne? Hier? Über die Schienen von links dort ins Gebäude.
Über die Schienen. Von links dort. Nach oben? Hier? Oder meinst du hier rein? Nee. Nördlich, aber vom Ende der Stadt rechts. Ach, rechts. Hier. Nee. Doch links. Guys. Damit mache ich Backtag. Oh. Jetzt hier, okay. Nach rechts oder nach unten? Jetzt hier rechts rein zur Tür. Okay. Okidoki. Und nicht nach oben. Sorry, links, rechts, Schwäche. Lern doch ein... Na, Quatsch, alles gut. E.T. Dennis, es geht. Sei froh, dass wir helfen. Tue ich doch. Ich bedanke mich die ganze Zeit, Suri. Ah. Die Tür ist entriegelt. Oh. Silva, nicht jetzt, du störst! Okay, Dark Sonic, du musst aufhören, mit jedem Einzelnen irgendwie irgendein Gespräch und Konversation zu führen. Yo, Banger Song! Sehr trash. Oh. Schniebel. Sei mal bitte nicht mehr verwirrt, dankeschön. Nee, es gibt etwas, das nennt sich Whisper. Dann Whisper. Chris. Aua. Anywhere the wind blows doesn't really matter to me. Buddy Mercury! Das bin ich. Mama! 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 Buff, geh mich holen? Nein! Buff, bleib hier! Nicht mich holen gehen! Den Schnurrbart hat er auf jeden Fall. Ja. Ich hätte auch nie gedacht, dass mir ein Schnurrbart stehen würde, Chat. Aus Twitch Whisper sind schon Discord-Freunde geworden. Ja, ist ja nice. Ja, wenn man sich länger über irgendwas unterhalten möchte, dann ist das halt für den Streamer zum Beispiel, der wie ich sehr viel Chat liest. Aber auch finde ich, wenn das viele Leute dann auf einmal machen, unfassbar anstrengend. Vor allem, wenn ich dann auch in den Stream gehe, wo alle miteinander eigentlich nur auf ihre Threads antworten und permanent lange Gespräche führen, da habe ich gar keinen Bock mit zu interagieren, weil ich mir denke, okay, was passiert hier gerade? Chat, rede mit sich selbst. Ich mag das persönlich auch nicht bei anderen Leuten. Oh, shit. Oh. Was muss ich hier genau machen, Chat? Ich bin verwirrt. Krieg ich bei Whisper nur Onlyfans-Werbung? Ist nur einer der Schalter sinnvoll? Rätsel lösen. Rätsel? Meine Nachricht davor. Ganz rechts und links meine ich. Die Mitte nicht? Okay. Never mind, ich glaube, du hast es. Per Zufall? Ah. Oh. Ah. Oh. You need to know the way? Okay.
Tatsache. Du kannst links machen, Mitte und rechts. Einfach von links nach rechts durch. Hyperball. Kein Zufall, purer Skin. Okay. Das Rätsel hat mich an meine Grenzen gestoßen, als ich zum ersten Mal Kristall gespielt habe. Echt? Oh no. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters. Wow! Das ist so ein dummer Song. Bin ich hier richtig oder bin ich die Treppe hoch? Drück jedes Mal random Schalter. Read the number for the switches. What are they? 3, 2, 1. Deswegen spiele ich lieber Hardcore Soul Silver. Euch überhaupt nicht. Ich finde das Original hier so viel besser. Hot Take, ich weiß. Münzamulett. Ist das Quatsch? Da ist der Türöffner. Oh, den Song kenne ich. Oh, jetzt muss ich wieder zum Radio-Ding ins Chat, oder? Ja, yeah, okay. Shit take, to be honest. Ich weiß, viele Leute sind da absolut nicht meiner Meinung, aber ich finde Hardcore Soul Silver sind gar nicht mal so gute Remakes. Ich finde das Original so viel cooler. Gibt es irgendeinen bestimmten Ort, den ich hier aufsuchen möchte eigentlich? Oder nach ganz oben? Ich liebe Hardcore Soul Silver. Okay. Nee, shit. Oder doch? Mit dir reden? Pokéthlon Peak? Habe ich noch nie gespielt. Ah, warte mal. Hier. Ich wusste für Jahre nicht einmal, dass es existiert. Du bist aber nicht so ein Fan von den Pokémon Remakes. Geht. Ich finde zum Beispiel halt die Kanto Remakes und die Johto Remakes relativ schwach. Aber dann wiederum zum Beispiel Omega Rubin Alpha Saphir fand ich eigentlich ganz solide. Ja, mein Problem mit Hardcore Soul Silver ist, dass sie all die Fehler, die dieses Spiel gemacht haben, nicht gefixt haben. Und das finde ich ein bisschen Banane. Und weil ich denke, dass halt Rubin, Smaragd und Saphir allgemein rundere Spiele waren, als zum Beispiel Kristall, Gold, Silber, ist dementsprechend das Remake auch mit weniger Fehlern drin, finde ich, meiner Meinung nach. Sie haben den Leuchtturmaufzug gegeben. Ich meine, boah. Es ist so viel mehr accessible. Wie fern accessible? Das hier ist nicht unaccessible. Pokémon-Spiele sind alle noch easy peasy zu spielen. Und wenn es darum geht, wie gut ihr an irgendwas rankommt, dann könnt ihr sogar die Version hier viel besser spielen. Nämlich Hardcore Soul Silver, zumindest die deutsche Version, so wie ich gelernt habe, die liebt es zu crashen. Ja, die funktioniert einfach nicht so gut. Ja, das sagen Leute so oft und keine Ahnung. Mir ist es egal, ob mir Pokémon hinterherlaufen oder nicht. Mir ist es persönlich nicht so wichtig. Smaragd fandst du viel besser? Oh, Smaragd sind auch gute Spiele, ja. Das Ding ist halt zum Beispiel die Levelkurve in Johto, ist ja eine absolute Vollkatastrophe. Haben sie das in irgendeiner Weise in Hardcore Soul Silver gefixt? Nicht einmal fast. Ich glaube, es gibt ein paar Trainer, da sieht man vielleicht den Versuch, den sie gestartet haben, eventuell, ja. Man kann denken, oh, sie haben es bemerkt, aber sie haben es nicht wirklich gemacht, ja. Okay, wir sind durch hier, ne? I don't mind the level curve nicht. Ich finde sie schrecklich. Mich stört die massiv. Ich finde, das Spiel ist dadurch sehr lahm in sehr vielen Aspekten. Aber wenn es dich nicht stört, okay.
Jetzt sage ich auch nicht, dass die Spiele schlecht sind. Ich denke einfach nur, sie haben halt sehr viele Chancen in dem Remake vertan, meiner Meinung nach. Auf zu Sandra, auf zu Sandra. X und Y waren gute Pokémon-Spiele, sind gute Pokémon-Spiele. Sie sind nur sehr einfach. Aber sie sind trotzdem sehr charmant und spaßig, finde ich. So, wir wollen hier von Mahagonia nach rechts, ne? Ich denke auch, dass X und Y ein bisschen sehr gemein overhated. Das bin ich hier überhaupt gerade richtig. Levelkurve ist halt auch im Original-Shit. Klar, das hätte man Remake fixen können, aber das macht die Remakes in keiner Hinsicht schlechter. Ich finde schon, dass es... Also, nach meiner Art und Weise, wie ich Remakes sehe, ist... Wenn du von der Vorlage aus nicht wirklich viel fixst, dann nehme ich das viel strenger wahr als das Original. Dem Original kann ich Fehler mehr verzeihen als dem Remake. Das Remake hat keine Entschuldigung mehr dafür. Richtig? Weiter rechts. Versteht ihr meinen Punkt? Links in die Höhle, okay. X und Y kann man nicht so speeden wie das Spiel, oder? Oh doch, das könnte man bestimmt irgendwie machen. Also meinst du, wie ich das hier mache? Important Song for Lee, das ist Tante aus Marokko, die apparently nicht kennst. Nee, ich kenne den Song echt nicht. Kennt ihr den alle oder wie? Falsch? Warte mal, bin ich richtig oder falsch jetzt? Verstehe ich und respektiere auch deine Meinung. Bin halt nur biased, wenn es um Gen 2 geht. Ist okay. Aber Hardcore Soul Silver 4. Das war mein Kindergarten-Jam. Bin ich jetzt hier richtig? Guys? Jemand sagt mir gerade was. Soll ich hier weiter? Patrick hat angedeutet, dass ich falsch wäre. Vergiss Kaskade nicht. Wo ist Kaskade? Ist die hier in der Höhle? Habe ich auch noch nie gehört. Sieht aus, als würdest du da zu Suicune gehen. Weißt du das oder erzählst du jetzt einfach nur Blödsinn? Einfach schwimmen? Ich liebe es hier ran. Ah, okay, da. Dass man nicht den ganzen Screen sieht. Uli kennt sowieso keine deutschen Kinderlieder. Doch, klar. Aber wo liegt Kaskade? Kaskade rechts? Hier rechts? Okay. Okay. Nee, das ist Quatscho. Ach so, Moment. Nee, das ist auch Quatscho. Nee, so. Hab Kaskade, Guys, alles gut. Was machst du da? Ich finde das so Banane. Ich war schon da. Dreimal dort gewesen. Liebes, das, weil es ist so schnell wegen der Kontrolle. Da, okay. Ich habe gar nicht realisiert, dass ich da war, weil ich mir einfach nur dachte, die ganze Zeit, wo läuft die denn hin? Ich will mich nur normal bewegen. Da habe ich gar nicht bemerkt, dass ich scheinbar da war, aus Versehen. Oh Gott. Das hier ist jetzt eine Höhle, ha? Huh? Sehe ja gar nichts hier. Aber hier ist alles unten egal, oder? Hier sind nur Items, richtig? There are a lot of puzzles. Das Puzzle war jetzt kein Problem. Wie gesagt, ich habe mich irgendwie da ganz komisch dran aufgehängt. Nein. Okay, vielleicht. Ah! Let him puzzle himself now. Bulli, ja, ich meine, es ist halt, ich spiele in vierfachem Speed. Das kann passieren. Ich habe gehört, YouTube-Leute subscribed fully. Mhm. Wo muss ich überhaupt hin? Hier
die für Schutz gebraucht. Hä? Ah. Fuck. Ich bin zurückgegangen, oder? Ja. Hä? Wo soll ich hier hin? Okay, ich revidiere das, was ich gesagt habe. Johto hat doch eine nervige Höhle. Ah, ich muss die Felsen runterwerfen, okay. Ja, die Fläche unten ist einfach nur großes Nichts. Ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, eigentlich. Average Pokémon Cave? Nee, die in den... Ich verstehe gar nicht, warum Leute Höhlen so sehr vermissen in neueren Generationen. Ich fand die nämlich immer fucking nervig. Ich fand Pokémon-Höhlen nie sonderlich spaßig persönlich. Wie fandet ihr die? Ich dachte mir so oft immer so, oh mein Gott. Diese Höhle ist die nervigste Höhle in all of Pokémon, to be honest. Ist das so? Ich weiß halt nicht, wie lang die ist. Wer vermisst bitte schön Höhlen? Oh, ganz viele Leute. Du machst dir, glaube ich, kein Bild. Riesen Pokémon-Kritikpunkt ist immer. Oh, was ist denn aber mit den ganzen Höhlen? Oh, schau mal in Sword and Shield, da war ja gar keine richtige Höhle. Was war das denn, diese Mine? Hm, ganz schön lame. Wo sind die Dungeons, hm? Und ich denke mir mal, mochte die überhaupt irgendwer? Leute mochten Höhlen? Der Wald war tausendmal besser. Wälder finde ich fein. Gibt's noch einen Stein, den ich runterwerfen muss? Insgesamt vermisse ich Dungeon-Rätsel schon etwas. Dungeon-Rätsel sind eine Sache, ja. Aber ich find's, keine Ahnung, die Basis hiervon? I don't know. Ups. Na, immerhin sind die jetzt noch unten. Oh, muss ich in die Mitte? Mir fehlt ein Stein, oder? Ne, Sub 2 wird nichts mehr, Kari. Die Sub 2 wird natürlich nichts mehr, du. Ich muss von unten den nach oben schieben. Oben sind 4 Steine. Was? Sind 4 Steine noch wo? Das ist mein erster Run! Als ob ihr auf Sub 2 gewettet habt. We took all my channel points again. Das hast du mit Absicht gemacht. Das ist doch ein Practice Run. Fuck. Ich hätte Schutz kaufen müssen. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Ich habe darauf gewettet, dass Fully es noch gerade ebenso im Limit schafft. Das wird auf jeden Fall noch gehen. Das war keine Absicht. Wie du mich auslachst, ey. Bei einem Practice Run, Smiley? Na. Das ist ein Practice Run. Du hast ein sehr risky Ding gewählt hier. So. Weil ich diesen Pain dieser Felsen genau weiß, das Rätsel ist ja nicht mal schwer oder so. Das ist einfach nur nervig. So, das waren hoffentlich alle.
So. Moment, fehlt mir doch einer? Ich liebe es ja, dass ich hier einfach nichts sehe. Seht ihr, das Ding ist halt so... Ist jetzt über mir da der Stein? Ja, okay. Ich habe einfach auf gut Glück gemacht, weil... Fuck. Weil man sieht nichts. Das ist so doof. Ja, Louvre, na? Willkommen. Golden Sun Musik? Hier hoch? Dann hier runter? Da ist nur Item. Oh, mein Item-Slot-Dingens ist voll. Hier? Beutel voll? Gibt's irgendwas noch an Zeug, was ich brauche? Remaster, Remake, bitte? Kannst du das Original spielen? Hatte denn Golden Sun so dringend ein Remake nötig? Hab's gefunden. Ich meine, prinzipiell geht die Höhle. Aber wenn du halt, ne, so wie ich jetzt ein bisschen rumguckst und dir denkst, was muss ich überhaupt machen? Schon ein bisschen doof. Wir kommen hier nie wieder raus. Vor allem wegen dem Speed-Ding habe ich öfter Fehler gemacht, als ich wollte. Ich wollte echt nicht so oft die Fehler machen. Aber auch ohne wäre halt Sub 2 nichts mehr geworden. AP Plus wäre das gewesen. Warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Jetzt gehe ich da nicht nochmal hin. Ich wusste gar nicht mehr, dass sie so einen ganzen Arena-Dungeon hatte. Ist Golden Sun nicht unaffordable? Ist es? Verbesserung an neuen Pokémon-Spielen, die Rücksäcke nie zu voll werden. Ja, das Item... Gut, das Item-Limit kannst du halt irgendwie noch, Banger Song auch. Ich liebe das. Das ist mein Lieblingsending von Naruto. Hey, Soldier, was geht? Also ganz im Ernst, das ist wirklich mein Lieblingsending aus Naruto. Muss ich Steine werfen? Wahrscheinlich, ne? Erinnerst du dich an das letzte Rätsel hier nochmal? Nochmal machen? Ja, mit runterwerfen ist mir schon klar gewesen. Ich war mir jetzt noch nicht sicher, ob es überhaupt notwendig ist oder ob es Verwirrung ist. Du guckst nie Endings, nicht? Das fand ich nice. Aha. Warte mal. Nee, das geht gar nicht, ne? Da ist ja nicht noch ein Loch, oder? Den einzigen Song, den du aus Naruto kennst, ist Bluebird. Ja, der ist auch sehr bekannt, ne? Nee, das bringt auch nichts. Der hier? Ja, ich brauche aber eine Brücke nach rechts. Die Brücke nach rechts kann ich mit dem Felsen da machen, ne? Kann ich das überhaupt mit dem machen? Kann ich, glaube ich. Nee, kann ich nicht. Ich muss den anderen Stein benutzen, ne? Was wäre smarter? Nach oben weiterschieben? Nach oben weiterschieben. Ich habe gesagt, nach oben weiterschieben! Aha, hab's. Überspringst du Openings? Bist du ein Psychopath? Nein, Quatsch, alles gut, Jenko. Openings und Endings laufen bei mir meistens erst beim Rewatchen. Oh nö, ich lasse sie immer ganz gerne laufen, also ich mag den Song nicht. Keine Ahnung, ich schau dann irgendwie nebenbei auf Discord oder sonstiges und keine Ahnung. Ich mach irgendwas anderes. Okay, letzte Arena-Leiterin. Let's go!
Ich meine, Endings zugegebenermaßen überspringe ich, wenn schon öfter. Es sei denn, es hat Autoplay, dann lasse ich es einfach laufen. Man überspringt keine Openings. Es gibt so viele coole Openings. Ich meine, Openings hypen mich meistens immer auf die Show. Es sei denn, wie gesagt, ich mag den Song nicht, ne? Wir machen die 8 voll. Meinst du, was Orden angeht? Ja, ich brauche eigentlich ein besseres Heilmittel, ha? Huh? Das sackt gerade ein bisschen. No! Willst du mich verarschen? Ja, das ist auch noch schneller wegen der Paralyse. So eine Kacke. You suck? Die Paralyse hat mich halt fertig gemacht. Sonst hätte ich ja angreifen können. Gutes Pferdchen. Der Wasserdrachen macht uns fertig. Ach, deswegen heißt der Song You Can Do It. Im normalen Ending hört man es nicht. Tatsächlich. Diesmal keine Paralyse bekommen. Okay. So, jetzt zum Dragon's Den, der ist direkt hinter ihr, richtig? War das nicht so? Yu-Gi-Oh! GX? Oh, warte mal. Für Key-Items habe ich aber noch Platz, oder? Ist das überhaupt ein Key-Item? Wenn ich irgendwie so 5 Folgen am Stück gucke, gucke ich das Intro bei der ersten Folge und dann bei den anderen nicht. Irgendwie ist es mir viel zu nervig, Intros wegzuskippen. Obwohl, Crunchyroll hat nach 100 Jahren endlich mal gelernt, dass das eine Funktion ist, die man einbauen könnte. Manche Shows haben das mittlerweile, dass du einfach da den Button klickst. Sollte ein. Ah, also es ist kein Key-Item. Glaubst du, ich habe keinen Platz mehr dafür? Müsste ich was wegwerfen vielleicht? Der Fire-TV-App? Ja, aber manche Shows nur Deko. Das ist showabhängig. Nicht irgendwie, glaube ich, app-abhängig oder so. Ach ja, der Ort mit dem schlechtesten Soundtrack der gesamten Pokémon-Serie, by the way. Es ist einfach Proteine. Okay. Wurde wieder so sauer. Ich muss den Test machen, das bedeutet? Was? Muss ich alle Trainer besiegen, oder was? Ist auch ein Opening, das ich legit so gut fand, dass ich die Band ausgecheckt habe. Ja. Habe ich auch ab und zu gemacht, aber nicht, dass ich Alben gekauft habe. Muss in das Gebäude. Ja, das habe ich doch versucht. Was meinst du mit Test? Was meinst du mit Test? Brauch Whirlpool? Oh, was? Wo bekomme ich denn Whirlpool her? Was? Ich hatte keine Ahnung, Guys. Muss ich wieder raus oder wie? Was für Whirlpool? Warum habt ihr mir nichts gesagt? Ja, muss ich dann raus? Wo bekomme ich Whirlpool her, Guys? Hier ist Calcium. Guys? Ich suche? Okay. Selbst er ist wieder eingefallen. Oh, okay.
Ah, lass sie mich einfach rein. Und dann so, oh, Fudi, du brauchst Whirlpool, ne? Ich habe Whirlpool? Habe ich? Wo bekommt man das denn überhaupt? Ich denke, das ist nicht verkehrt zu wissen. Ja, ich hab's. Wo bekommt man das denn? Ah, man bekommt es automatisch von Siegfried. Okay, 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 okay. Okay. Schade. Warum schade? Leute, das ist ein Practice Run. In dem Run müsst ihr mir helfen. Das ist voll wichtig. Sonst gibt es keine Crystal Runs mehr. Ich muss es ja lernen. Sirgen, tut mir leid. Keine Angst, du musst Fragen beantworten. Fertig, was bedeuten die Pokémon? Kumpel. Was hilft dir im Kampf zu gewinnen? Strategie. Welche Art von Trainer möchtest du kämpfen? Jeder. Oh, ich verstehe. Trainer von Pokémon am wichtigsten. Liebe. Stiege. Starke Pokémon, schwache Pokémon. Was ist dir wichtiger? Beides. Ich verstehe. Kümmerst dich von Herzen um Pokémon. Sehr lieblich. Habe ich jetzt alles? Ich den Norden? Ja, okay, ich habe ihn. Ich habe bestanden. Okay, cool. Du hast auf drei Stunden gesetzt, da will ich Probleme sehen. Hey. Okay, wo geht's jetzt zur Pokémon-Liga? Wie kann Sandra den Test verkacken? Oh, es geht doch darum, dass sie nicht im Balance-Ding ist. Sie ist nur auf Stärke aus oder so, keine Ahnung. Ach ja, das war wirklich voll stumpf, ne? Von Neuborki einfach nach rechts. Da war ja was. Ich erinnere mich. Dankeschön. Okay, Chat, wir haben es geschafft. Kurz ein Panikmoment gab wegen Whirlpool, aber das war kein Problem. Da langt für die. Ah. Ich hatte aber wirklich einen Moment Angst, weil ich habe gefragt und Chat war so. Was, ich? Liga ist ja in Kanto, deswegen musst du jetzt nach Kanto, das stimmt, ja. Genau so, Blubi, es war halt. Ich war. Guys? Amigos? Chatterinos? Mama! Banger-Song. Abheben. Ah, oh! Ich habe gar keine Sparnisse. Hä? Ich habe alles auf Tasche? Chat war so eine gute Frage von dir. Ich habe einen Moment Angst gehabt, ey. Suicune ist optional. In den ersten vier Gens ist das legendäre Pokémon komplett optional zu fangen. Oder ja, in den ersten vier Gens, ne? Komplett. Kaskade. Da. Du musst nicht mal Giratina fangen, korrekt? Gen 6 war's. Gen 6 war optional? Echt? Ah, okay. Ich dachte irgendwie, du wirst dazu gezwungen, Yveltal oder Xerneas zu fangen. Du kannst den besiegen. Oh, ich dachte, nö. Ja, Gen 5 ist nur die Ausnahme, wenn alle Boxen voll sind. Aber es ist nicht optional. Nee. Das ist absolut der falsche Begriff. Das ganze Ding ist ja darum aufgebaut. Und da fand ich es auch nicht so schlimm, dass du entweder Zekrom oder Reshiram hast. Je nachdem, welche Version du hast. Gegen N. Weil N ist ja dein Rivale. Da musst du kämpfen. Okay. Rechts surfen oder links runter? Fuck! Nicht links runter. In Gen 6 muss ich fangen. Jetzt doch? War es eigentlich auch bei den Hoenn-Remakes so, dass man fangen musste? Das weiß ich auch gerade nicht. Idiot, ja, ich wusste gerade nicht, dass das die gleiche Ecke war, wo ich gerade schon war.
Wir sind übrigens Level 50. Komm nicht vor der Top 4 Kampf gegen Silver. Ja, in der Siegestraße. Wieso? Wir sind noch nicht in der Siegestraße. Ich habe auf jeden Fall aber irgendwie im Kopf, die war voll klein, oder? Kann das jemand bestätigen? Oh. Ist das Storm of Blood? Born from Blood? Of our Farm Brothers? Kleiner als Kanto, I guess. Ja. Ich meine, Ultra Sun and Moon und Sun and Moon, ne? Beide Teile. Du bist nicht mal der Protagonist der Story. Das macht's ja so komisch. Das macht's halt, finde ich, richtig komisch, dass du dann Dingens fängst auch noch. Ah, das ist Legendary, aber das musstest du. Ah, verstehe, Smiley. Mit kleinen Beinen ist die Straße groß. Das ist wahr. Die Straße ist klein und leer. Nur der Kampf gegen den Rivalen gibt's da. Okay, dann hatte ich es richtig im Kopf. Ja, let's go. Das sind meine liebsten Siegestraßen. Ich mag Siegestraßen und Höhlen halt nicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Höhlen nicht mag. Das Legendary hätte absolut Lily fangen sollen. Generell, es war Lilys Story. Ich weiß, ich erzähle es so oft, aber ich kann auch nicht aufhören, darüber zu reden. Weil es mir auch mal bewusst worden ist und ich mir überlegt habe, was wäre eigentlich, wenn du Lily spielen würdest, hätten Sun and Moon eigentlich eine wirklich starke Story. Sie ergibt aber in vielen Aspekten gar keinen Sinn, weil aus irgendeinem Grund du so ganz komischer Self-Insert in der Story bist, wo du absolut nicht hingehörst. Und das macht die Story ganz schön weird. Deswegen ist es wahrscheinlich schwierig zu erzählen, zu sagen, prinzipiell Sun and Moon hätte wirklich einen guten Plot. Aratun, es geht, Mann. Danke dir für 68 Monate treu. Dankeschön. Bleib am Adel. Wie geht's dir stets? Schönen guten Abend. Oh, kann ich mich hier drin nicht heilen im Haus? Ja, quasi, Blubby. Ist mir auch aufgefallen. Lily ist einfach der Main Character. Ja, ist sie. Wie gesagt, als mir das mal bewusst geworden ist, dachte ich mir, oh mein Gott. Sun and Moon hätten so cool sein können. Sie hatten sogar einen richtig vollgeschriebene Main Character, hä? Okay, ich kann mir Pause gönnen, dankeschön. Geht gut, ruhiger Tag für mich. Wie läuft Pokémon? Alles super. Practice Run, wir sind auf dem Weg zur Liga. Wir haben alle Orden. Es geht mir ja gar nicht um die Pokémon. Mir ging es jetzt nur um das Story-Riding, ne? Klar, Bouts haben wir in Gen 7 bekommen. Generell Pokémon-Designs oder allgemein Pokémon an sich waren nie so schlecht. In den späteren Teilen. Egal, was man über andere Teile sagen kann. Ich finde, die Designs blieben immer stark. Character-Designs und Pokémon-Designs. Das ist nämlich etwas, was Pokémon immer kann und was viele Competitor in meinen Augen immer noch verkacken. Sie verkacken das Design. Es ist nie so charming oder selten so charming wie Pokémon. Ich meine, schaut euch Temtem an. Ich will nicht sagen, oh, Temtem ist... Die Character Designs sind fürchterlich. Es tut mir leid. Sie sind wirklich nicht so gut. Oh, das war schon, ne? Wenn sie hatte super Designs, mich macht es immer sehr traurig, wie bad die Spiele sind. Leider ja. Ich bin auf dem richtigen Weg, ne? Statt Runen-Designs, das kann Game Freak wie eine 1. Die haben keine Programmierer, aber unfassbar gute Grafiker. Ja, die haben an sich... Sie haben... Ja. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Sie haben nicht unbedingt die besten Coder oder Programmierer, du hast recht, aber sie haben gute Designer im Apparat. Generell auch Leute, glaube ich, die Umgebungsdesigns und so machen, die haben an sich immer eine ziemlich starke Vision, aber die Umsetzung ist halt von den moderneren Titeln leider oftmals meh. Ne? Gen 7 ist schon eine sehr schwache Generation. Ich meine, Sun and Moon, Ultra Sun and Moon
Und dann hatten wir Let's Go. Ich fand, das waren alles gar nicht mal so Banger-Spiele. Und wie gesagt, ich habe durchaus eine ziemliche Bindung zu Sun and Moon, ja? Ich mag das Spiel oder generell die... Ich mag Alola sehr und die Charakter, sagen wir es lieber so. Die Artworks sehen auch unfassbar gut im Haus. Ja, 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 absolut, absolut. Das meine ich ja. Du hast ja gefühlt immer so viel Herz drin, aber, ne? Das macht mir man einmal eine One Piece Reference und dann wird man nicht verstanden. Ah, The Worst Generation. Fuck. Das hätte ich erkennen sollen. Du hast recht, my bad. Same fully. Oh, komm schon. Na? Hatte ich hiervor gespeichert? Oh, weiß das jemand, Chat? Hatte ich gerade gespeichert oder nicht? Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob ich resetten kann. Oh oh. Verliere ich hier immer noch die Hälfte auch meines Geldes? Ja, ne? Fuck! Let's go? Warum let's go? Das ist einfach nur nervig. Ich hab nicht gespeichert, ne? Bist du dumm? Oh mein fucking Gott. Silver, bist du dumm eigentlich? Siehst du die vier neben meinen Namen? Das Haus ist kein Checkpoint? Geil. Wow. Bist du nicht zum nächsten Pokémon Center geportet? Nö. Also schon, aber ja. Dreh dich doch nicht immer sofort um. Punkte werden schmecken. Guys, ihr habt sowieso eine 2,5 Punkte... Was? Oh. Ich weiß nicht immer, worüber ihr euch freut. Ja, deswegen sind die Remakes gleich sehr viel bessere Spiele, Blumi. Oh. Über Punkte. Oh. Ich hoffe, ich hatte wirklich nicht zwischendurch gespeichert, dann kann man es wenigstens darauf schieben. Okay, ich wusste, ich habe einen Superschutz. Wer ich sehe, ich habe gespeichert. Und ihr habt mich alle angelogen, dann bin ich sauer auf euch. Das ist unfair. Das macht man nicht. Es ist mein Channel, natürlich habe ich unendlich Punkte. So. Jetzt habe ich gespeichert, auf jeden Fall, ja. Safe. Ach, die fucking Paralyse, ey. Am Anfang der Höhle hast du gespeichert. Warum taggt ihr mich bei solchen wichtigen Sachen nie? Was ist denn los? Mensch. Oh, jemand hat's geschrieben, okay. Hat er? Nee, ich wurde nicht getaggt.
Also, habe ich gespeichert vielleicht. Aber bei solchen wichtigen Sachen, um Gottes Willen, taggt mich, Guys. Wann hat sich das eingebürgert, dass Leute nicht mehr taggen? Hab nicht aufgepasst, weil du gespeichert hast. Das ist okay. Ist es 3 Days Grace? Ja, ja, mir geht es ja auch nicht darum, ob ihr keine Ahnung habt, ob ich gespeichert habe. Aber wenn ihr es wisst und dann gesagt habt, warum taggt ihr mich bei sowas nicht? Oh. Das ist Gillet. Oh, die klingt sehr nach 3 Days Grace, though. Not gonna lie, die klingen sehr, sehr, sehr hart nach 3 Days Grace, finde ich. Falls jemand die Band kennt und weiß, was ich damit meine. How dare you? Was? Wieso how dare you? Okay. Andersrum? Okay, ist es andersrum? Ich hab's geschafft. So. Top-Tränke, Hypertränke, Top-Genesungen. Ich brauche wahrscheinlich einiges an Top-Tränken. Ja, 20 Stück sollten reichen, ne? Und dann einige Hyperheiler. Muss ich hier nach oben? Überleg es dir nochmal 5 Minuten vor die. Nee, 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 nee. Okay. Willy ist ein Lamer. Melanie ist die Einzige, die mir Probleme machen könnte. Aber ja. Es geht mir persönlich zu Christian, aber die Tracks sind ganz nice. Ah ja, ich vergesse manchmal, dass Christian Rock ein Ding ist. Das ist eine skurrile Idee, finde ich, oder? Oh, 36 Minuten. Ah, 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 ah. 3 Days Grace ist doch älter. Okay. Hätte ich nicht gewusst. Auf jeden Fall, die haben mich jetzt sehr daran erinnert, ja. Wer weiß, vielleicht First Try? Na, ich hoffe auf ein First Try, du. Hey, Koga. Oh nein. Hoffentlich nicht First Try. Fucking Fostelka. Das macht ja gar keinen Schaden. Ich habe meine Pokémon nicht auf die Bank gesetzt, da. Ja, oh, ich Idiot. Das klingt nicht nach 3 Days Grace. Koga ist down. Christian Rock klingt häufig super gut. Nur hat es für mich immer ein bisschen weirden Beigeschmack. Ja, fühle ich, fühle ich, fühle ich. Wie gesagt, ist generell irgendwie ein super skurriles Konzept, meiner Meinung nach. Like, why? War so schnell gespeichert, ey. Nein, Schutz wirkt nicht mehr. Wie lange hat der Schutz gewirkt? Warte mal, wer hat dich eigentlich hier noch drin gelassen? Ich habe vergessen, dass du existierst. Ey, Chat, wie kann es sein, dass sie Bruno noch drin gelassen haben? Nein. Ja. Ist ja logisch. Jesus Graf war auch hinterm Rock. Oh mein Gott, du bist so smart, Mann. Ey, das ist einfach die ganz normale OG-Version, ha? Huh? Ich habe ihn auch immer vergessen. Ey, Bruno ist halt auch einfach der Schlechteste in den Top 4, ja? Also in beiden Teilen. Obwohl, hier ist sein Team, glaube ich, etwas besser, oder?
Oh, jetzt haben wir Melanie-Chat. Hey, Melanie. Kannst du es für mich leicht machen? Bitte? Es ist auch Christian Rock, sie hat über Kami-sama gesungen. Melanie, lass mich nicht hängen! Nein. Man verdient sehr... Oh mein fucking Gott, war das viel Schaden. Man verdient sehr viel mehr Geld, habe ich das Gefühl, in Johto, ha? Du blöde Kuh. Du blöde Kuh. Leck mich. Rip in Pepperoni. Vielleicht verlierst du einfach weniger Geld. Maybe, könnte sein. Ja, ein Capoeira. War Capoeira nicht scheiße? Also nicht wegen dem Design oder so. Sorry an alle Capoeira-Fans, aber spielerisch. Capoeira nicht echt bad? War das nicht ein Ding immer? Wie? Leider Gottes, also jetzt völlig unabhängig vom Design, ne? Viele Johto-Pokémon haben leider das Problem, echt mies zu sein. Nicht alle, aber viele. Ist das ein Giflor? Ah. Capoeira ist jetzt nicht unbedingt gut, ja. Es ist auch noch schwer zu bekommen. Das ist auch wieder so ein Ding. Voll viele Johto-Pokémon kommen voll spät. Also die kommen in Kanto vor. Was sowieso skurril ist. Ich weiß nicht mehr, ob... Haben sie das überhaupt in den Remix gefixt? Auch nicht, ne? Und viele davon sind echt nicht so gut. Okay, wir haben Lance Time, let's go. Hast du einen Ice Move als TM? Gute Frage, ich habe keine Ahnung. Easy Rip? Na, kein Rip. Lernen sollte eigentlich immer noch relativ easy sein, ne? Wie viel macht Spukball? Gar nicht so wenig. Ja, GG an Footy für den Testrun. Heute länger Stream wegen Ausfall. Ach, sorry. Eissturm und Ice-Sieb hätte ich wahrscheinlich gehabt, hä? Ah, kein Mewtwo lernen. Verstehe. Oh, da ist das Lizard. Mit Konfusion. Guys. Das ist ein Konfusionsrun. Aua. War es nicht gut. Ein bisschen heilen. Moon Stadium 2? Ja. Tut mir leid wegen dem Ausweis heute. Mein, 30 Euro sind zusammengekommen. Das waren fast die Kosten für einen Ausweis. Hau dich selbst weg, Mann. Oh. Nix da heilen. Nix da heilen. Warte mal, Time, ne? Ja. 2:32, oh mein Gott. Der Perso hat 50 gekostet, 37 und 8 Euro die Fotos. Ja. Yeah. Let's go! Ey, der Testrun ging ja eigentlich. Ja, ich meine, ich bin fasziniert darüber, wie nah beieinander Johto und Kanto von der Länge eigentlich sind jetzt auch für den Testrun. Aber es ging klar, also dafür, dass ich auch viel nachfragen musste, viel lernen musste und viel weniger Ahnung hatte, als sogar bei Kanto noch an sich, ging es wirklich gut. Ich werde weiter an Sub 2 glauben. Irgendwann schaffen wir das. Auf jeden Fall, wir können zusätzlich mehr Crystal Runs machen. Damit haben wir eine Auswahl zwischen Gelb und Crystal. Je nachdem, wie wir Bock drauf haben, wechseln wir immer durch. Je nach Spaß und Lust und Laune. Das heißt, wir haben auch um die 250 Pokémon.
mit dem wir diese Challenges machen können, ja? Und irgendwann holen wir uns Hoenn dazu. Irgendwann machen wir Smaragd, ja? Ich mag die Pokémon-Streams sehr, ich auch. Ich finde die super spaßig. Wann kommt das Rennrad für abends? Ja, das können wir dann auch machen, klar. Klar, klar. Aber Guys, auf jeden Fall, danke fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Ich muss das ganze Ding hier noch ready machen, also haut da rein, ihr Hübschen. Gute Nacht, bis morgen und tschüss. Warte mal, Moment, die Wette. Unter 3 Stunden hat gewonnen. Da, die Wette. Wer hatte 3 gewählt? Lubi, yeah. Nochmal, Guys. Gönnt euch die Punkte und haut da rein. Gute Nacht. Tschüss.